Hallo liebe Freunde, willkommen zu Fall Nummer 4 von Phoenix Wright Ace Attorney. Ja, heute spielen wir hier Turnabout Tschüss, deswegen war es das auch wieder oder auch nicht, mal schauen. Wir sehen Drehung, hier schon, tschüss. Drehung Tschüss, Chris auch wieder dabei. Und wir schauen uns schon, Edgeworth ist ein bisschen depressiv geworden, weil er zweimal verloren hat. Dann sehen wir, ein alter Mann spielt gerne mit einem Papageien. Da unten ist eine junge Frau mit einer riesen Kamera, die ihre Kamera gerne auch mal anschreit. Unten links in der Ecke seht ihr einen kleinen Regenwurm und im Hintergrund einen wütenden alten Mann mit Augenzuckungen. Und damit sind wir heute wieder da. Fangen wir an. Möchtet ihr diese Episode spielen? Ja, in der Tat, das wollen wir. Oh ja, die Musik, ich erinnere mich. Das darfst du übrigens nur vorlesen, ich habe nämlich schon ein bisschen zu früh auf Weiter geklickt. Es ist 15 Jahre her, hä? Naja, eigentlich, ja. 15 Jahre ist eine lange Zeit, um zu warten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel ich gelitten habe. Du hast gelitten? Oh ja, aber jetzt habe ich den perfekten Moment gefunden. Diese Gelegenheit werde ich nutzen. Endlich. Ich werde meine Rache nehmen. Was? Frohe Weihnachten. Frohe Ostern! Du hast gerade frohe Ostern gesagt, während der umgefallen ja. Und ins Wasser geknallt ist. Hä? Oh Mensch, da habe ich wohl jemanden umgebracht. Naja, ist Phoenix Wright schuld, immerhin hat er mich zweimal im Gesicht berührt. Im Gesicht, ja. Ja, er hat mich im Gesicht berührt. Phoenix Wright hat mich zweimal im Gesicht berührt, da habe ich ihn abgeknallt. 25. Dezember, 10.08 Uhr morgens, Anwaltskanzlei Wright und Partner, hier kommen die Räumungsarbeiten. Ich kann mal beim Stream auf Twitter nochmal, Moment. Ja, habe ich schon getan, musst du nur retweeten. Und ja, da sind wir mit jetzt in der Wright und Partner Kanzlei. Da ist Maya. Hey, hey Nick! Hey, 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 Nick, das ist das neue Lied. Hey, hey, Nick, hey, 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 Nick, Edgeworth hat wen umgebracht. Edgeworth hat jemanden umgebracht. Weißt du, ob es in der Nähe irgendwelche tollen Wasserfälle gibt? Wasserfälle? Wo denn? Nick, ist das nicht klar? Ich brauche einen Wasserfall, weil ich mich drunter stellen will. Am besten kalten. Ich gebe dir gleich mal einen kalten. Oh, ist das zufällig Teil deines Trainings? Na klaro! Außer, dass ich in letzter Zeit nicht trainiert habe. Ich habe lieber Burger gegessen, die eigentlich, naja, Ramen sind oder Reiswaffeln. Ich weiß, keine Ahnung, Reiswaffeln. Die schmecken gar nicht, die schmecken nach gar nichts. Ich muss den Elementen trotzen und die Geister des reißenden Wassers über mich niedergießen lassen. Das ist es. Ich muss ja auch mal zugeben, wenn man die Reiswaffeln isst, hat man Geschmack. Das ist ganz normal. Okay. Wenn man allerdings die Verpackung isst, dann hat man keinen Geschmack. Chris, hast du mal Maiswaffeln gegessen? Die verkaufen die manchmal an der gleichen Stelle, wo es Reiswaffeln gibt. Ich habe mir irgendwann aus Versehen mal die falschen gekauft. Und Maiswaffeln, die saugen sich einfach an deinem Gaumen fest und kleben dann da. Und du kriegst die nicht mehr ab. Und die schmecken wie verbranntes Popcorn. Ohne Zucker. Ich deine Zunge. Oh, okay, okay. Ich kenne zwar keine Wasserfälle, aber am Gurtsee, der ist in der Nähe. Oh, verflixt. Tut mir leid, aber das ist es. Könntest du nicht vielleicht eine kalte Dusche nehmen oder so? Gute Idee, kalte Dusche! Und so viel zu reißenden Quellen, ja. Hallo, hallo, ich bin's wieder, Radio Ostdeutschland, als nächstes in den Nachrichten. Eine riesige, unidentifizierte Tier in die Gürtsee ist aufgetaucht. Und in the town, da gibt's richtig die Excitements. Ja, yeah, die normalen Leute von heute sagen dazu Gordy, aber ich würde sagen Nessie, das ist das Loch Ness Monster. Yo, und nachdem wir Nessie benannt haben und rausgefunden haben, dass den gar nicht gibt, fragen wir uns natürlich, dass Gordy natürlich richtig ist. Yo. Das war damals so in die Spreewald, als wir gedacht haben, dass da auch Monster die Spreewaldsee ist. Dabei war da eine Gurke in die Wasser gefallen und hat sich vollgesogen. Du musst dir das vorstellen, wie bei Monty Python, wo diese Gurke auf so einem Floß liegt und dann über die Spree so runtergesegelt kommt. Ach, langweilig. Können Sie nicht irgendwie mal echte Nachrichten zeigen? Nick? Ja, bitte? Der Wasserdruck in der Dusche ist irgendwie nicht groß genug. Oh, Mensch. Wenn du mehr Druck willst, hä? Warum gehst du nicht runter zur Feuerwache und lässt sie mit dem Schlauch abspritzen? Von echten Männern mit dem Schlauch abgespritzt werden? Gute Idee, Nick. Hey, wenn sie ein bisschen mehr Druck will, warum geht sie dann nicht ins College und versucht, einen Tag vor Prüfungsbeginn zum Lernen anzufangen, damit sie eine gute Note schreibt? Pate schreibt gerade, ob das Tier, was sie gefunden haben, zufällig eine Leiche ist. Und hi, Schoko. Wenn du so drüber nachdenkst, ne, Edgeworth erschießt jemanden auf einem See und dann finden sie da ein schwimmendes Monster und es ist eigentlich nur eine Leiche. Ja, die sich mit Wasser vollgesogen hat. Ich würde mich ja freuen, wenn sie den alten Mann und den Papageien abgeschossen hätten.
Nein. Ja, aber das Feyblut ist nicht gut darin, Sarkasmus zu erkennen, hä? Oh, Radio Ostdeutschland. Oh, wir unterbrechen Ihnen den Programm für die Special-Nachrichten aus dem Osten. Ja, ganz seltsam am Gurtsee schon wieder, ne, wo wir da sind. Aber diesmal ist das Nick ein Monster. Diesmal wurde einer rumgebrängt. Schon wieder ja, am Gurtsee? Das war damals so wie am Spreewaldsee, als wir gedacht haben, dass die Gurke die Monster ist. Und dabei ist einfach eine nackte Leiche rumgesprungen und ja, den Rest können Sie sich denken. Yes, eine tote Mann wurde ihn gefunden drin See. Und wir haben einen Verdächtigen festgenommen und innerhalb der Polizei haben die sogar rausgefunden, wer das war. Das war ja, nämlich der Miles Edgeworth, 24 Jahre alt. Edgeworth, das war ein Staatsanwalt, bekannt dafür, dass er immer bescheißen hat, außer gegen den blauen Anzug. Weil der labert so viel Mist, da kann man gar nicht mehr bescheißen, weil er gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ja, er dachte eigentlich, dass er eine lange und tolle Karriere hat, aber jetzt, hier in Radio Ostdeutschland, haben wir ihm die Karriere ruiniert, obwohl das gar nicht war. Haha, Radio Ostdeutschland, wieder voll am Bring. Das Radio Ostdeutschland. Ein Monster. Hä? Warte mal, Edgeworth? Wenn ich das normal ausspreche, ist das ja Edgeworth. Was ist los? Wenn ich mal wie ein normaler Mensch rede, dann ist es ja Edgeworth. Edgeworth würde niemals so etwas tun. Wie kannst du jetzt mal sprechen? Nick. Ja, war das Maya? Der Feuerwehrmann hat mich angeschrien. Oh Mensch. Wir haben aber größere Schwierigkeiten als das, Maya. Ich bin hier seelisch kaputt. Ja, aber sie haben Edgeworth festgenommen. Und wenn du das normal aussprichst, weißt du, wer das ist? Grossberg. Nein! Meine Stimme ist da, nein, die hab ich umgebracht. Moment. Nein, Moment, wir sind fast da. Es ist Winston Payne, den Staatsanwalt. Ja, ach so. Er hat jemanden umgebracht. Grenzwert ist unschuldig. Was? Ist Grenzwert? Wann? Wo? Wen? Warum? Und wie? Ich hab keine Ahnung. Das sind Dinge, die wir alle rausfinden. Ich hab keine Ahnung, Maya. Die sind Dinge, die wir rausfinden, Nick. Okidoki. Wollen wir jetzt warten, bis Mayas Hände sich entkrampfen, oder wollen wir schon mal hingehen? Krampf in den Händen! Also wir könnten jetzt entweder... Bevor wir losgehen, würde ich mal dafür abstimmen lassen, ob wir dieses dämliche, nichtssagende Bild da hinten einfach mal entfernen und Indiana Jones aus dem zweiten Fall holen. Ja, ganz ehrlich, den haben sie doch bestimmt irgendwo... Ich meine, Red White wird den länger nicht mehr brauchen. Ich dachte, er hat die Todesstrafe gekriegt. Bin ziemlich das sicher. Das sag ich doch. Ja, dann bewegen wir uns mal zum Detention-Gefängnis-Center. Okay. Und guck mal, wen sie da so haben. 25. Ach ja, Dezember. Unser Freund. Das ist auch so. Phoenix Wright hat an Weihnachten nichts Besseres zu tun, als Nachrichten zu gucken von der Spreewaldgurke, die den Fluss runtertreibt, und danach ins Gefängnis zu gehen, um mit seinem Kumpel der Wache, die da den ganzen Tag stehen muss, zu reden. Das musst du dir mal geben. Es ist Weihnachten. Es ist der Weihnachtstag in Amerika. Ein Kollege Schnürschuh steht da hinten die ganze Zeit dran und schaut irgendwie die gegenüberliegende Wand an. Darf sich nicht bewegen, sonst wird er auch exekutiert. Ja. Maya und Phoenix sind im Büro an Weihnachten, ohne zu wissen, dass was passiert. Und dann fällt Maya nichts anderes ein, als an Weihnachten zur Feuerwache zu gehen. Es ist schweinekalt draußen. Wahrscheinlich minus 2 Grad, nur ohne Schnee. Sie geht zur Feuerwache, wo seltsamerweise an Weihnachten, ich betone nochmal, an Weihnachten, die Leute da sind und Leute anschreien. Was ist denn das für Weihnachten? Ja, in San Fran Tokio geht man an Weihnachten zum KFC, ist doch klar. Ja. So, Maya, jetzt los. Weißt du, Nick? Tja, wir waren hier schon ein paar Mal, nicht wahr? Ja, ich denke, das hängt mit dem Beruf zusammen. Tja, ich glaube nicht, dass das was ist, was wir zu vielen Leuten erzählen sollten. Neulich, da war ich auf Tinder und habe da jemanden kennengelernt und den habe ich gesagt, dass ich häufiger hier im Gefängnis bin. Oh nein, das ist ihr Tinder-Match! Hallo! Oh nein, das ist mein Tinder-Match. Wenn man ihn von vorne sieht, hat er eine ganz schön hohe Stirn. Moment, was? Hey, Edgeworth, komm zurück! Was? Was machen Sie denn hier? Ich glaube nicht, dass er allzu gut gelaunt ist. Tja, das kommt da so reingespannt, ist ja Depp! Von Karma hat mir nichts zu Weihnachten geschenkt. Ja, ich habe mir doch mein neues Lätzchen gewünscht. Naja, er ist ja auch in Untersuchungshaft. Du bist in Untersuchungshaft und ich nicht. Ich habe meine Schwester umgebracht und du nicht. Moment. Ging's dir gut, als du hier drin warst, Maya? Ja. Okay. Also, bist du hergekommen, um über mich zu lachen? Den gefallenen Anwalt? Dann lach schon. Ha? Los, lach! Du bist Staatsanwalt. Und warum lachst du nicht? Hast du kein Lachgetriebe? Nick, ich hab kein Lachgetriebe.
Nee, mein Dachgetriebe ist vor 3 Jahren kaputt gegangen, aber sollten wir lachen? Ich denke schon. Na, Maya, sie ist positiv. Deine Mutter ist das Lachgetriebe der Nation, also passt das schon wieder. Nein, das ist ein Trick. Lach jetzt und dann wird er wütend oder fängt an zu weinen. Das wäre doch witziger. Edgeworth. Wir haben nicht so viel Freizeit, dass wir hier den ganzen Tag mit dir verbringen können. Das ist Weihnachten. Also sind wir nicht hergekommen, um über dich zu lachen. Stell dir mal vor, du gehst dann Weihnachten in den Knast, um deinen Kumpel auszulachen, den sie festgenommen haben. Muss dir vorstellen, dein Bruder wird irgendwie an Weihnachten festgenommen, du gehst Heiligabend einfach ins Gefängnis. Nee, du hast den Weihnachtsmann im Einkaufsladen vollgekrotzt und ist bis in Untersuchungshaft, weil er dich verprügelt hat und du verloren hast. Und ich esse jetzt Bratente und du nicht. Du wurdest von einem alten Mann im Kostüm verprügelt und ich nicht. Ich glaube, Edgeworth hat genug von deinem Scheiß. Ja, du wurdest von einem alten Mann im Kostüm verprügelt. Ja, er hat recht. Was, Phoenix wurde von einem alten Mann im Kostüm verprügelt? Traurige Musik. Es war vor 3 Jahren. Ich hatte gehofft, du wärst nicht hergekommen. Ich wollte nicht, dass du mich so siehst. Nicht so. Du siehst aus wie immer. Ja, aber wenn man ihn von vorne sieht, sieht man seine hohe Stirn. Er hat extra seine Haare so, dass man ihn aus dem Profil immer richtig schön sieht. Aber wenn man ihn von vorne anguckt, dann sieht er mal traurig aus. Deswegen, ja, der Polizist hinten auch noch eine richtig hohe Stirn, die geht bis zum Nacken hinten, deswegen hat er eine Mütze auf, damit man es nicht sieht. Deswegen versucht Edgeworth jetzt gerade seine Staatsanwaltsposition nach links gerichtet einzunehmen, damit er wieder gut aussieht. Ich wollte dich auch nicht so sehen, Edgeworth, wirklich, glaub das mir ist doch. Das ist meine Schokoladenseite. Darf ich mal dran lecken? So, reden wir mal darüber, was passiert ist. Das schmeckt gar nicht nach Schokolade. Edgeworth, sag mir, was ist passiert? Das liegt vielleicht daran, dass eine Glasscheibe dazwischen ist. Was für eine Glasscheibe Das blickt nicht nach Schokolade, das blickt nach Tränen. Warum sollte ich? Was wirst du denn dafür tun, hä? Dich auslachen. Wir wollen dir natürlich helfen. Maya hat Krampfadern an den Handgelenken, das sind gar keine Gummibänder, das sind ihre Krampfadern, weil sie die Hände immer so hält. Ach so. So, Maya, was machen wir denn? Ja, ihm helfen, hab ich doch gerade gesagt. Hörst du echt zu, Nick? Also, ich höre nicht zu, Edgeworth. Okay, ich hasse. Mir helfen? Du? Ja. Sei doch nicht lächerlich. Was? Soll ich mal lächerlich sein? Du bist ein Anfänger. Die Straße. Du hattest erst 3 Fälle. Hey, ich hab die alle 3 gewonnen. Das kannst du nicht von deinen letzten 3 Fällen behaupten. Sicher. Jetzt bist du hinter Gitter, du Spaß. Du hattest Glück und hast alle 3 gewonnen, aber dein Glück wird eines Tages auch auslaufen. Du brauchst echte Erfahrung, White. Du brauchst Skill. Ja? Spiel mal 10 Stunden Fortnite jeden Tag, dann können wir weiterreden. Ich kann Nick, nicht jeden... er hat recht! Ja, Maya, du hast bestimmt 10 Stunden Fortnite-Skill jeden Tag. Du brauchst Erfahrung, dein Glück wird irgendwann auslaufen, dann bist du ja obdachlos und wir müssen dich wieder aufpäppeln. Hat mal jemand meinen Lappen, mein Glück ist ausgelaufen. Ich brauche ein Pflaster. Ja, Maya. Nee, der beleidigt dich. Ja, ich weiß, das macht er so. Warum bin eigentlich immer ich diejenige, die böse sein muss? Alle sagen, der Ton von Chris ist gut, aber ich sage, nein, ist er nicht. Und dann rege ich mich wieder auf. Warum bin ich immer derjenige, der... Reden wir lieber über den Gurtsee. Edgeworth, hast du es gehört? Ihr habt eine Spreewaldgurke im See gefunden. Edgeworth, hast du das mitgekriegt heute Morgen in den Nachrichten? Du warst ja im Knast, hast nicht gehört, aber die haben eine Spreewaldgurke auf dem Floß gefunden und in die Spree runtersegeln lassen mit so einem kleinen Segelchen. Sie nennen ihn Gurki am Gurksee. Da war doch der Mord, richtig? Ja, richtig. Letzte Nacht, ganz, ganz spät. Der See ist weit weg von deinem Büro oder dem Gerichtshaus. Sag mal, Edgeworth, hast du etwa Freizeit? Warum warst du da? Ich denke nicht, dass ich dir das erzählen müsste. Ich habe keine Freunde, keine Familie und Heiligabend ist ein trauriger Tag. Deswegen habe ich mich zusammen mit einem Kumpel auf dem See auf ein Boot gesetzt und wir haben die Beatles gehört. Mr. Edgeworth, wissen Sie... Radio Ostdeutschland hat über sie berichtet und uns ist klar geworden, wenn man Edgeworth nicht wie so ein totaler Behindi ausspricht, dann heißt das Edgeworth und das sind sie. In der Tat. Sie haben doch nicht wirklich... Nein, das habe ich. Sie kommen aus dem Osten? Goody. Und das hat keinen Relevanz zu meiner Frage. Goody. Ich wollte Goody sehen. Goody? Ich gebe Dingen auch gerne Namen, aber ein Gurt im Auto? Echt? Nein, ich erzähle dir das später, Maya. Maya hat die großen News von der Gurke verpasst. Warum redet Edgeworth nicht mit uns? Okay, dann reden wir halt nicht mit Edgeworth. Ich zeig ihm jetzt meine scheiß Anwaltsmarke. So, hier, deine Anwaltsmarke. Warte, ich will auch zeigen, ich muss nur gucken, warte. Edgeworth. Lass mich dich verteidigen. Nö. Nee, jetzt ist die traurige Musik aus. Das war so lächerlich. Nee.
Das war ein guter Witz, right? Hä, was? Ich kann dem gar nicht meine Arbeitsmarke zeigen. Was ist denn da los? Aber so sehr in der Klemme stecke ich noch nicht. Noch nicht. Moment. Was soll das denn heißen? Ich? Einem Anwaltvertrauen, der noch feucht hinter den Ohren ist? Mit nur 3 Fällen? Niemals. Nee. Was? Mein Fall ist fast hoffnungslos, Wright. Jeder Verteidiger, mit dem ich geredet habe, hat mich abgelehnt. Was? Naja, ich habe nur Grossbrook gefragt und der arbeitete dich gerne, aber ansonsten... Naja, sie hatten Angst, dass sie verlieren werden. Ich meine, es ist vielleicht mein Fehler, dass sie... nicht die Zuversicht haben. Immerhin habe ich jeden ihrer Klienten für schuldig befunden. Das glaube ich nicht. Jeden? Ja, jeden. Ganz egal, ich möchte nicht, dass du was hiermit zu tun hast. Ich meine, dich im Besonderen kann ich nicht fragen, das zu tun. Ach so, in der Tat. Dann fragen wir mal, ob er es war. Edgeworth. Es ist sehr schwer, das für mich zu fragen, aber... Du hast es nicht getan, oder? Oder? Nein. Denk doch, was du willst. Ich habe nur eine Bitte. Hä? Halt dich da raus, okay? Warum? Ich bin wieder da. Na, Heiner. Aber Nick will dir helfen. Ja, das weiß ich doch. Deswegen will ich, dass er das nicht macht. Aber ich will deine Hilfe nicht, okay? Da bleibt dir gar keine andere Wahl. Blauer Anzug labert Scheiße und regelt. Ja, aber nicht, jetzt sagen sie doch mal. Ja, geh einfach weg, okay? Lasst mich alleine. Habt ihr nicht irgendwie Freunde oder Familie oder so? Ich dachte, ihr Menschen habt das so. Es ist Weihnachten. Hallo? Ich feiere mit dem Wachmann da hinten. Das ist mein Kumpel. Wir setzen uns gegenseitig seinen Hut auf und dann lachen wir. Nick, du hast auch gesehen, dass er nicht aus der Tür rausgegangen ist, sondern sich einfach auf den Boden gelegt hat, oder? Maya, komm, wir suchen woanders. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Dann gehen wir halt. Gehen wir mal zum Eingang vom Gurtsee. Okay. 25. Dezember am Gurtseepark, Eingang. Guck mal, wie schön sie die Bäume gemacht haben. Hier ist es passiert? Nee, am See, nicht am Parkeingang, Maya. Och, Menno. Ja, richtig. Der Gurtsee ist in der Mitte von diesem Park. Da hinten läuft ein bisschen Polizei rum. Wollen wir auch mit rumlaufen? Ja, die fragen bestimmt die Leute aus. Wenn wir uns da hinstellen, fragen die uns bestimmt auch. Hey, ist das drüben nicht Detektor-Gummibaum? Ja, Kumpel, grüß dich. Ja, sind genug von uns hier. Hast du was gefunden? Tut mir leid, Kumpel, nee. Idiot, nenn mich nicht Kumpel, ich bin dein Freund. Ja, morgen ist Verhandlung. Wir brauchen Beweise und Hinweise. Ja, und doppelt so viele. Hast du den blauen Fotoabdruck gefunden? Aber Sir, hier läuft gar kein Hund. Nein, da waren noch gar keine Hinweise. Deswegen haben wir doch Herrn Edgeworth überhaupt festgenommen. Das ist doch ganz klar, Sir. Er hat... Schandille, Hals in die Fresse. Nee. Wenn du es nochmal sagst, dann schlage ich dich K.O. Oh nein, nein, so ja, wie sie das kleine Mädchen im letzten Fall kaputtgeschlagen haben. Ja, und wenn du es doch mal sagst, dann bringe ich dich dazu, dich zu entschuldigen. Oh nein. Also, hau ab, verpiss dich, ich will dich nicht mehr sehen. Kumpel. Okay, Sir, tschüss. Beende nicht meine Sätze, Spasti. Detective Gumshoe ist irgendwie gruselig. Rekruten, Ausbildung und sowas. Brauche ich auch nicht, ich habe auch keine Ausbildung. Das glaube ich ihm sofort. Aha. Aha. Hey, du bist so dieser Harry, der Harry Potter und der Stein der Weisen. Nee, Kammer des Schreckens, tut mir leid, Phoenix Wright. Wird er jemals meinen Namen lernen? Nee, da wird in die Ausbildung gebraucht. Was machst du hier? Rumschnüffeln oder was? Na klar, ich denke schon. Na, ja, dann helfe ich dir. Wenn du was willst, dann kannst du mich fragen. Oh Gott, atmen sie erstmal durch. Los, auf geht's! Er scheint so anders als sonst. Ich frag mich, was los ist. Herr Edgeworth hat uns nicht gefragt, ob wir ihn verteidigen können. Hä, was? Oh. Was soll ich sagen? Keine Sorge! Ich zeig ihm meine Anwaltsmarke. Achso, wir wollen die Anwaltsmarke direkt zeigen. Ja. Das können wir machen, Moment. Sie zeigen uns jeden in dem Fall, oder was? Na klar, okay. Das ist wichtig. Das ist absolut relevant. Diese Marke! Na, die zeigst du dem falschen Typen hier, Kumpel.
Ja, kannst du jemandem zeigen, der sie braucht? Ja, so ein Obdachloser gibt 25 Cent Pfand dafür. Die kann er vielleicht als Essensmarke. Okay, dann. Ja, dann reden wir mal, was passiert ist. Detective Gumshoe, ja? Wissen Sie überhaupt, was passiert ist? Nein. Keine Ahnung, aber weißt du nicht, Kumpel? Nee. Ja, ich auch nicht. Mr. Kopf in den weichen pinken Wolken. Ich bin gerade dabei. Mr. Anwalt, der seinen Kopf sonst irgendwo in den Wolken stecken hat. Wollen Sie einen Chocolate Chip Cookie im Chefdirektor Gumshoe? Sie wirken sehr gestresst. Hier, bitte schön. Ja, bin ich Diva. Also ich habe leider ganz nichts zum Knuspern, sonst hätte ich jetzt geknuspert. Knusper. Kopf in den... Wissen Sie jetzt, was los ist oder was? Wo habe ich denn meinen Kopf? Ja, ist auch egal, ich sag's Ihnen. Okay. Ist letzte Nacht passiert, oder so ungefähr 15 Minuten nach Mitternacht. Oh nein, Quinky, der Wurm in meinem Hirn, da machst du wieder Dinge. Hör auf, das kitzelt, ich darf nicht lachen. Ja, bitte, kriegen Sie mal, ich esse gerade meinen Keks. Oh ja, da war ein Boot auf dem Gurtsee draußen. Und da waren zwei Männer drin. Ja, und der andere, der wurde vom einen mit der Pistole erschossen. Ursprünglich haben wir gedacht, das ist jemand mit einer Gummihände gewesen, aber eine Gummihände kann nicht schießen. Und. Moment! War das Herr Edgeworth? Der kann doch schießen! Ja, jetzt unterbring mich doch mal hier! Und dann ist halt ein Kopf aufgetaucht und der hat ihn eingesperrt! Das macht man so mit Leuten, die Leute erschießen! Warum bist du dann noch frei, was deine Schwester getötet? Ja, aber nicht mit einer Pistole, deswegen! Tut mir leid, und wie sind die so schnell hierher gekommen? Naja, wir haben alle keine Familie an Weihnachten. Ja, da war eine Zeugin oder ein Zeuge, wissen wir noch nicht, sind uns noch nicht sicher. Die schreien uns immer nur an oder er, wir wissen es einfach nicht. Okay. Ja, als die Nachricht reinkam, dann haben wir ein kleines Rennen zum See gemacht. Ich mit meinem Bobbycar und der kleine Kimpf da drüben, der hatte ein rechtes Auto, habe ich verloren. Und wer hat gewonnen? Ich nicht. Oh Mann, Zeugen. Reden wir mal über den Edgeward. Okay. Sie denken nicht, dass Herr Edgeworth ein Mordmann ist, oder? Ja, auf jeden Fall nicht, das ist unmöglich. Ja, es interessiert mich auch nicht, ob es Zeugen gibt, es interessiert mich nicht, ob es Beweise gibt, es interessiert mich auch nicht, ob es zugibt, das war es nicht. Inspektor Gumshoe, Sie sollten Strafverteidiger werden. Sie haben das Zeug dazu. Richtig! Wen interessiert denn, was ein Zeuge sagt? Ja, Phoenix, du, ja klar, Phoenix, das glaube ich dir sofort. Ja, der ist auch nicht normal, der Junge. Du glaubst ihm noch, oder, Detective? Moment. Ja, natürlich glaube ich ihm. Er hat zwar gesagt, dass er es nicht gemacht hat, aber so. Deswegen glaube ich ihm das auch. Aber die Polizei, die sind sich ziemlich sicher, dass er der Killer ist. Keine Sorge, Inspektor Gumshoe. Ich habe da eine Idee. Wir ziehen einfach den Mörder hinter ihrem Ohr hervor. An dem roten Faden, den sie da haben. Irgendwie nimmt niemals hier irgendwie die Ermittlungen ernst. Aber Maya, ich habe eine Idee, wie wir das Ganze lösen können. Oh nein! Doch, ich fahre den Wagen und du reißt die Gitter raus, dann holen wir den raus. Darf ich auch wen erschießen? Darf ich jetzt auch wen erschießen? Ja, natürlich, hast du eine Knarre und 200 Schuss Magazin. Danke, ich da raus. Inspektor Gumshoe. Aber können wir vorher noch beim KFC anhalten? Ist doch Weihnachten. Ja, natürlich. Bestellen wir den einmal für 4 Leute. Einen für mich, einen für Sie, einen für Edgeworth, den wir rausholen und den Rest für Maya. Nee, der vierte ist für den Mithäftling von Edgeworth, der in der gleichen Zelle sitzt. Ja. Die holen einfach Frank Sorwood gleich mit raus. Das ist einfach so ein 2,5 Meter großer Muskelmonster, der mitkommt und der heißt Jimmy. Du musst dir vorstellen, wie Edgeworth zusammen in so einer Zelle sitzt und zwar so mit Divas K. Na, öfter hier. Wir kennen uns doch, oder nicht? Haben Sie mich nicht hier reingebracht? Ja, auf jeden Fall nach all der Hilfe, die Mr. Edgeworth uns hier gegeben hat und so weiter. Ja. Ja, das ist ganz schön traurig, dann zu glauben, dass keiner hier an seiner Seite steht und ihm helfen will. Oh nein, was, wenn er über die Straße gehen will, dann muss doch jemand sein Händchen halten. Das ist ja das Problem. Reden wir mal über die Verteidigungsanfrage. Rechts geguckt hat. Ja, der Gumshoe, der guckt immer nach links und rechts, selbst wenn er steht. Ist das wahr? Niemand möchte seinen Fall annehmen? Also. Ja, hier gleich Gumshoe, ne, gleich gehört. Ja, guck jetzt mal nach links und rechts. Ja. Weißt du, Gumshoe, ich habe eine Idee. Wenn wir nicht direkt auf der Straße stehen würden, müssten wir nicht jeder nach links und rechts, um ob die ganze Zeit Autos kommen.
Er schaut, ob der eine Azubi da drüben alles richtig macht. Der winkt ihn dazu, kommt der LKW angefahren, fährt ihn um. Und, macht er alles richtig? Nein. Oh Mist. Er hat hergefunkt und den LKW nicht gesehen. Ja, das ist Truck-Kunde aus den ganzen Isekai-Animes, der die Protagonisten am Anfang unfährt, damit sie in die neue Welt kommen. Also ich dachte, das ist Udo, der endlich aus dem Knast ausgebrochen ist. Ja, Udo ist ja. Truck-Kunde. Das sind die gleichen... Auf jeden Fall, ja, keiner will ihm helfen. Das ist was, eine ganz schöne Berühmtheit hier. Mhm. Wenn du ihn verteidigst und verlierst, dann ist deine Reputation am Arsch. Das macht nichts, ich bin eh schon... Geschei sind wir. Auf jeden Fall. Ja, der Fall gegen ihn ist auf jeden Fall ziemlich steinhart hier. Steinhart. Dann brauchen wir ein Wasser-Pokémon. Ja, oder Pflanzen-Pokémon. Ich denke, da gibt's ein Zeug, aber wir sind am Gurzi, da fangen wir erstmal ein Wasser-Pokémon. Aber da ist ein Wald, da kann man Pflanzen-Pokémon fangen. Nee, da gibt's nur Käfer-Pokémon-Inspektor. Da müssen sie aufpassen. Oh, fuck. Gerade im Winter, da haben die Bäume doch keine Blätter, da gibt's auch kein Pflanzen-Pokémon. Ganz ja, einfach. Da gibt's noch Blätter, sehen Sie doch mal hin. Nee. Sehen Sie das denn nicht? Nein, das sind Konturen. Menno, jetzt ja. Mach mal auf, Kumpel. Ja, bitte. Hey, Kumpel. Jetzt sagst du mir hier mal nicht, dass ich hier nur Käfer-Pokémon fangen kann. Und du erzählst mir auch nicht, dass du hier nur deinen Rücken dem Eckewürfel zudrehst. Ja, okay. Hast du dich an die Stil-Samurai-Falle erinnert? Nee, ist doch schon eine Woche her. Ja, da hat Mr. Edgeworth geholfen, ihren Klienten unschuldig werden zu lassen. Nein, sie waren ja keine große Hilfe. Ich weiß doch, ich weiß. Ich meine, ich bin schon zu Edgeworth gegangen, ich hab's echt versucht. Er möchte wirklich nicht. Er möchte wirklich nicht, dass wir ihn verteidigen. Vor allem nicht wir, hat er gesagt. Oh nein, Pig, jetzt hör auf, darum das Kitz nicht, da willst du nicht lochen. Ja, gut, Mensch. Was? Das ergibt keinen Sinn, Kumpel. Ja, du hättest mal hören sollen, wie er nach hier dem Gericht über dich geredet hat. Er hat gesagt und immer wieder gesagt, right. Immer und immer wieder. Ich glaube einfach nur, dass er im Gerichtsgebäude im Kreis gerannt ist, aber mein Gott, eigentlich würde er right sagen, was rechts auf Deutsch heißt. Und Phoenix, da kann es ja glücklich sein, dass er nicht dich abgeknallt hat. Nick, ich bin mir nicht sicher, dass das ein gutes Zeichen ist. Glaube ich auch nicht. Patty ist auch ganz sicher, dass ich Wright gesagt habe. Habe ich sogar gesagt. Ja, Mensch. Ja, warum will er nicht, dass du ihn hilfst? Versteh's nicht. Verstehen Sie überhaupt irgendwas? Nein. Reden wir mal über die Zeugen. Wer sind diese Zeugen? Ja, sorry, Kumpel, das ist geheim. Nur wenn du das geheime Zauberwort sagst, dass die reinkommen, dann darfst du es auch erfahren. Polizei. Auf jeden Fall. Nein. Noch ein Versuch. Struppi. Okay, das ist das Geheimpasswort. Okay, darfst reinkommen. Okay, danke. Ja, auf jeden Fall hat die Zeugin oder der Zeuge, wir wissen es ja noch nicht ganz sicher, die schreit immer nur irgendwas so laut, dass wir uns nicht entscheiden können. Auf jeden Fall hat die alles gesehen. Ja, Mensch. Und? Ja, ich bin mir sicher, dass die morgen zum Gericht kommt. Gab's nur den einen Zeugen? Jo. Ja, war ziemlich kalt gestern Abend, ne? Und vor allem war es halt der Weihnachtsabend. Normale Leute, die sind ja am Weihnachten oder Weihnachtsabend zu Hause bei ihrer Familie. Ja, da muss schon ein ziemlicher Hinterwäldler sein, damit du Nacht am Gurtsee verbringst an Heiligabend, ne? Hast du gerade Hinterwäldler gesagt? Da hinten ist ein Wald. Ja, das meine ich ja. Was still we are being, was? Gründlich. Also ja, wir sind auf jeden Fall gründlich. Hast du gerade gehört, hast du gerade Geisterstimme, Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, weiß nie, wann vielleicht nochmal irgendein anderer Zeuge auftaucht. Ja, kennen wir ja von letzter Woche. Ja, Chris und ich haben es auch gesehen im Intro. War Edgeworth. Ja. Danke, Geisterstimme Nummer 1 und Nummer 2. Ja, bitte, bitte. Und das ist, warum wir hier sind und heute nochmal ein bisschen gründlicher checken. Aber irgendwie haben wir nichts gefunden. Naja, vielleicht sollten Sie auch mal an den See gehen und nicht hier vom Eingang rumstehen. Oh, ich meine, heute ist Weihnachten, nicht wahr? Was kriege ich denn eigentlich zu Weihnachten, Nick? Ich spritze dich mit dem Wasserschlauch ab, Maya. Moment, zieh's doch wieder hier. Frag das den Weihnachtsmann. Detective Gamshu, Kumpel! Was, hast du was gefunden? Nö, aber immer noch nicht. Aber die Wache hat angerufen. Sie möchten mit Ihnen reden. Die haben ein Meeting. Meeting geht wahrscheinlich um den Azubi, der vom LKW überfahren wurde. Na gut. Na gut, ich bin schon unterwegs. Tut mir leid, Kumpel. Hast ja gehört. Muss los.
Ja, sonst noch irgendwas, was du mich fragen willst, bevor ich zurückgehe? Ja, gib mir mal den Autopsie-Report, ja, ich gerne, ja. Einmal her, bitte, mit dem Autopsiebericht. Ja, haben Sie irgendwelche Informationen über das Opfer? Oh mein Gott, die Läuse kommen wieder. Tut mir leid. Tja, wir haben den Autopsie-Report noch nicht fertig. Ja, okay. Ja, da warte ich immer noch drauf. Geben Sie der bestimmt gar nicht. Ja, ne, bin degradiert worden. Ja, ja, wenn du Zeit hast, dann kannst du gerne beim Revier vorbeikommen. Dann können wir ein bisschen mehr miteinander schwätzen über die alten Zeiten und so, Kumpel. Kommen Sie nicht zurück, Detective? Vielleicht nicht. Kommt drauf an, ob ich entlassen werde, weil ich die Kaffeemaschine schon wieder in die Luft gejagt habe. Also, was sollen wir denn tun, wenn wir mit Ihnen reden wollen? Telefon! Hallo! Hallo! Hat dir jemand gesagt, Sie können Leute auf WhatsApp anschreiben? Nein, nein, hat natürlich wieder keiner gesagt! Nee! 1991 hat angerufen, die war die Technologie zurück. Ja, WhatsApp, ja, Inspektor Gamschuh. Auf jeden Fall zeige ich Ihnen jetzt hier mal, wie Sie aufs Revier kommen. Könntest du auf jeden Fall vorbeikommen und mich sehen. Okay, danke. Oh, Moment, Detective Gamschuh. Was? Wir würden uns gerne im Park umsehen, wenn es geht. Darf ich da rein? Nö. Bitte. Nö. Bitteschön. Okay, darfst du rein. Hast meine Erlaubnis, es ist mein Park. Oh, da steht's ja auch, Gamschuhpark. Du, weißt du, Nick, eigentlich steht das da gar nicht. Doch, das steht da. Ich denke, es gibt etwas darüber, mit Leuten zu reden, wenn sie beschäftigt sind. Ja, sie haben nicht die Zeit, darüber zu denken, dir irgendwelche Informationen nicht zu geben. Richtig. Also lass mal rein da. Okay, einmal rein da. Dann mal rein da. Ja, dann gehen wir mal an den Privatstrand hier. An den öffentlichen, okay. Strand, Entschuldigung. Gurtsee, öffentlicher Strand. Da gibt's Samurai-Dogs. Bowser, das ist der Gurtsee! Guri! Ja. Bin nicht sicher, dass es ein Bowser verdient. Eigentlich nicht, nö. Aber, hey, schau dir mal den Snackstand an! Dö, Samurai-Dogs! Ich will einen Samurai-Dog, bitte! Ich wette, die sind großartig. Maya, es ist Weihnachten. Der Stand hat zu. Ich meine, mit dem Namen wie Samurai Dogs, wie können sie denn nicht großartig sein, hä? Ich meine, die hängen etwas der Zeit hinterher. Ich meine, die Kids finden alle die pinke Prinzessin richtig geil. Ja, wenn sie wüssten, was wir wissen, würden sie das nicht mehr tun. Ich meine, ich weiß schon. Nein, weiß ich nicht. Phoenix erzählt immer, das weiß er nicht, aber ich spoilere euch jetzt mal fürs zweite Spiel. Im zweiten Spiel hat Phoenix nämlich einen Klingelton und der Klingelton ist was ganz, ganz Besonderes. Das Tetris-Team. Ja, wir schauen uns jetzt hier mal um. Schaut mal, was da unten liegt. Darüber, das sind so Partykracher, die nehme ich jetzt mit. Nimm mal die mit? Mhm. Oh, jemand hat ein paar Popper hier gelassen. Du musst einfach am Faden ziehen und... Und Pop, ja, ich kenne die. Ich meine, du siehst sie immer neuer. Puff. Hey, Nick. Ich meine, das ist bestimmt ein Hinweis. Einfach mitnehmen. Komm schon, gib's zu. Du willst doch nur einen poppen, oder? Ja, klar. Was, Moment. Poppers, hä? Nehm mal mit. Ich denke, das kann uns schon nicht schaden. Hä? Wo sind sie hin? In meine Tasche, du Arschkrampe. Da beobachtest du sie 3 Sekunden nicht und schon sind die ganzen Beweismittel eingeheimst. Lass Schoko schreiben, wie kann man etwas, das Pinke Prinzessin heißt, nicht gut finden. Wenn du wüsstest, was wir wissen, du würdest es auch nicht. Hat Schoko den dritten Fall nicht gesehen? Oh Mann. Den dritten Fall? Na, den Stil-Samurai-Fall, sonst wüsste Schoko ja, was wir wissen. Nein, Schoko weiß nicht, was wir meinen. Weil das doch erst in einem späteren Spiel kommt. Oh, was Mann. Wir wissen. Oh Mann, oh nein. Gehen wir mal zum Bootsverleih. Achso, wir gehen? Ja. Zum 25. Bootsverleih. Zum Lake Woods Boat Rental Shop. Ja. Nick, was ist denn das? Ein Bootsverleih? Ich meine, für Weihnachten ist er zu, scheinbar. Ich denke, auch weil es hier einen Mord gab, braucht wohl keiner die Boote, hä? Boote? Boote! Geht auf den See raus, wo der Mord passiert ist, Boote! Wollt ihr ein Boot kaufen? Ich war noch nie auf einem Boot! Wirklich nicht? Zeit. Wie wär's, wenn wir eines Tages gehen, wenn wir vorbei haben? Genau, wenn wir vorbei haben, gehen wir auch mal. Wir spoilern uns nicht selbst. Ich habe die Spiele schon mal alle durchgespielt. Chris noch nicht. Chris hat die noch nicht gespielt. Aber ich kenne die alle schon. Wollen wir jetzt umgucken? Hey, gute Idee! Super! Nö. Maya, ich habe dich gerade gefragt, ob wir uns umgucken wollen. Nee, ich gehe jetzt wieder woanders. Okay, dann gehen wir woanders. Ich gehe jetzt in den Wald. Vielleicht fange ich dann Pflanzen-Pokémon. So. 25. Dezember, Gurtseewald. Wo ist mein Pokéball? Los, Nick. Hopp, hopp. No Camping, was? Oh, schau mal. Moment, Nick. Da steht nicht campen, aber hier campen Leute. Siehst du das Gesicht? Ja, ja. Und siehst du die halbe Dose Kichererbsen? Die esse ich jetzt.
Guck mal, da campt jemand. Mensch. Aber steht auf dem Schild, nein, nicht campen. Mensch, aber die haben auch ganz schön Eier, an einem Mod-Schauplatz zu campen. Hey, hey, Nick. Hey, 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 Nick, da kommt wieder mein Lied. Jawohl. Wenn hier jemand gecampt hat, dann haben sie vielleicht gesehen, was los ist. Das stimmt. Gute Idee, Maya. Lass uns doch mit ihnen reden. Dann schauen wir uns mal um. Ich schaue mir erstmal den Campingkocher an. Vielleicht ist da noch was Geiles drin, was wir essen können. Der über dem Feuer? Mhm. Hey, hey, Nick, Nick. Was? Sag mir nicht, du bist schon wieder hungrig. Nö. Nicht schon wieder. Immer noch. Hab mich gerade gefragt. Das ist ein Unterschied. Wofür sind Campingkocher und Pfannen eigentlich? Warum sind die aus Aluminium? Da haben sie in meinen Gerichtsbüchern nicht drüber geredet. Der hat sich nur das Falsche gekauft. Also gibt's kein Gesetz, was sagt, dass sie aus Aluminium sein müssen? Warum bauen wir die denn dann nicht aus Baumwolle? Warum bauen wir die Campingkocher nicht aus Camping? Nee, ich danke. Ich habe diese Konversation ist vorbei. Also ich finde, das war die beste Konversation, die wir seit Tagen hatten. Schauen wir uns mal das scheiß No-Camping-Schild an. Das ist mir in der DS-Version nie aufgefallen, dass es dieses Schild gab. Auf das Schild sagt nicht campen, aber da ist so ein kleiner Feuerteufel drauf, der schreit. Ist auf jeden Fall ein guter Ort, um auszusuchen, ein Zelt hier aufzuschlagen. Hey, hey, und was wenn da draufstehen würde? Nicht das Zelt anzünden? Maya, nein! Ich denke nicht, sie haben solche Schilder. Ja, dann wird's Zeit! Nee. Okay, dann gucken wir uns mal die Kichererbsen an. Die Kichererbsen, die Dose. Das ist was zu essen und ein Magazin da auf der Decke. Man muss schon eine ziemlich dicke Haut haben, um in der Kälte campen zu gehen. So, dann drücken wir mal hier Slide. Warte mal, wir können uns doch was angucken. Ja, ich wollte Slide auf die andere Seite. Ich wollte mir die Kamera mal angucken. Slide, wie kann ich denn Slide mit Q? Dann gucken wir uns mal die Kamera an. Das ist der Wünschelrute. Ich habe mir die Kamera angeguckt. So. Die Kamera hat ein Mikrofon und irgendwas anderes da dran. Sie muss wohl Bilder machen, wenn es irgendwie ein lautes Geräusch gibt. Wow, laute Geräusche, cool, super. Laute Geräusche für die Folter. Hi, ich bin Nick. Vielleicht sage ich es nicht laut genug. Hey, ich bin Nick und ich kann keine Leute verteidigen. Außer wenn ich Scheiße erzähle. Klappt immer noch nicht. Nick! Nick! Yo, yo, Nick! Nick, Nick, Nick hat einen kleinen... Hörst du damit auf? Komm, du! Ob ich mit dem ersten Spiel damals angefangen habe? Ja, habe ich. Ich wurde gerade gefragt, ob ich mit dem ersten Spiel angefangen habe. Ich habe die alle chronologisch gespielt, ehrlich gesagt. Ich habe erst Ace Attorney gespielt, dann Justice for All, dann Trials and Tribulations, dann aber nicht mehr so richtig chronologisch, weil es ja dann Spin-Offs-Spiele gab. Dann habe ich Apollo Justice gespielt, dann den ersten Edgeworth-Teil, dann Dual Destinies, Spirit of Justice, dann den zweiten Edgeworth-Teil. Jetzt wisst ihr's. Vielleicht ist es kaputt. Ich schreie jetzt einfach die ganze Zeit. Nicht gegentreten, Maya. Jetzt stelle ich mir gerade so vor, wie sie da am Stativ steht und die ganze Zeit gegentritt, wie so ein kleiner Hooligan. Vielleicht ist es nicht darauf ausgelegt, auf Stimmen zu reagieren. Na, dann gibt's jetzt hiermit Krach-Bumm-Latte. Die Poppers? Die Poppers! Pop! Und? Gepoppt! Jihau, Kinos! Was soll denn das jetzt sein, ne? Mach mal die Kinder davon weg, es ist auch nicht eine Möglichkeit. Jetzt machst du mal, ja. Oh, was zum... Ah, Sammy Hill, auch meins, was ist denn hier passiert? Schauen Sie an, was hier passiert ist. Nee, das ist doch ganze Rolle. Viel Miss Kakute geht. Nee. Tut mir leid. Na, tut mir leid. Kaufen wir auch nicht eine neue Rolle, ne? Wisst ihr noch, wie teuer das ist? Ich setze auf nix Rechnung. Was denn, denkt ihr, haben wir Party Popper zu poppen? Ist ja keine Party. Hier Camping angeschafft ist ja. Nee. Könnten Sie sich vielleicht aufhören, wie so eine Hinterwäldlerin zu reden, bitte? Nee, wir sind ja hinterm Wald und da rede ich auch so wie hinterm Wald. Nee, so ist das. Nee, fahren Sie mich mal dumm spielen hier bei mir. Nee, das ist nicht. Hauen Sie mir nicht so, als wenn ich vom Land kommen würde. Hört man mich gar nicht an, dass ich vom Land komme. Nick, mach das ja, du bist schon alle wie die Yankees auch drauf seid. Nicht los, mir. Denkt schon, die ganzen Südländer, ne? Die reden einfach so. Ne, müssen alle dämlich sein, weil die so reden, wie sie reden tun. Nee, aber sagen Sie mir eins. Nee, denn dumm sind wir bestimmt nicht alle. Ich vielleicht schon, aber die anderen nicht. Nick, meinst du, dass Edgers vielleicht die Pistole auf dem Boot zurückgelassen hat? Ich möchte mich erschießen. Ah, und wer bist du, Spitzkopf jetzt? Ne? Ihr Champeroni? Ne, da glaube ich nicht. Nein. Eigentlich, wir sind Freunde. Ja, habe ich mir schon fast gedacht, dass du das sagst, ne? Für Bijumscan? Ne, das ist auch nicht. Gott, ja, Papa, der Sabbat, ne? Und der Stotter, was ist denn das? Kann er nicht mal richtig reden wie ein Mensch, ne? Der redet viel zu langsam, da kann man gar nicht mitkommen, wenn er so langsam redet. Ne, da komme ich nicht mit, da gehe ich wieder weg. So.
Och, Junge. Sag mal, die hat doch unter ihrer Perücke einen Elektroschocker, der ihr regelmäßig Stromstöße gibt, damit die so redet. Ich denke, wir sollten sie bezahlen und dann weggehen. Ja, pass mal auf, ihr Jungchen. Nee, das ist doch nicht schlecht. Wo ich drüber nachdenke, nee, bezahlen wir sie lieber später. Mach bitte, dass sie aufhört. Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Es tut mir leid. Ja, tut mir leid. Ganz tut mir leid. Tut mir leid, schmeid bei. Nee, ich nicht. Ich zeig dir jetzt erstmal meine Anwaltsmarke. Ganz ehrlich, wenn du die Perücke runternimmst, dann ist doch da wahrscheinlich so ein kleiner Gnom hinter der Perücke und der steuert die. Das ist meine Marke. Ach ja, nee, sind Marken eigentlich nicht, sollten die nicht eigentlich ganz toll aussehen und glänzen und so weiter? Das ist doch ein alter Kronkorken von der Flensburger Flasche, das kenne ich. Das kenne ich von zu Hause. Ich bin Anwalt. Ah, was ist noch eins? Gibt's kein Flensburger. Nee, da denk doch nicht, dass ich hier einen von den komischen Anwaltstricks mal einen Film machen. Nee, da ich film ja auch ja gerne mit meiner Kamera, aber Anwaltstricks, nee, machen wir nicht bei uns. Ja, denn, wissen Sie, ich bin ein Kämpfer, ne? Und ich habe schon größere Dinge als dich kaputt geschlagen. Nee, das ist es doch gar nicht. Ich bin schwer dafür, dass wir ihr hier per Gesetz einen Entwurf vorlegen, dass sie aufhört zu reden. Nein, wir untersuchen doch hier einen Mordfall, der hier passiert ist. Ah, Mordfall, das ist egal. Nee. Das war sie ist schuld. Ja, das hört sich doch cool an, ne? Cool, da werden Leute erschossen, wie am Tatort. Da gucke ich jeden Freitagabend 20:15 auf dem ARD läuft nicht. Nee, kauen Sie doch mal an, ne? Warum machen Sie das nicht gleich, ne? Fragen Sie mich, was Sie wollen, der Schmacher, ich bringe Ihnen auch einen um. Endlich, endlich, klasse. Ja, Sie auch, ne? Sie können auch ihn abknallen. Ja, raus aus dem Haus, ne? Jetzt geht's los, ich weiß schon nicht. Nicht sehr toll zumindest. Wo ich drüber nachdenke. Der Gaudiment kommt auch vom Land mit 600 Einwohnern, redest du auch so? Ja. Er kommt aus Österreich, was denkst du? Wo ist Maya hingegangen? Nach Österreich. Nirgends kann es schlimmer sein als hier. Was ist los, Maya? Ich war ein bisschen überrumpelt. Kulturlücke und so. Ja, Kulturlücke, Zahnlücke, ne? Bei uns in der Kultur hat man auch eine Zahnlücke. Ist ja ganz normal. Ich hab zwar keine. Das liegt aber nur dran, dass ich mir so zwei wirklich extra in die Lücke geklebt habe, ne? So, aber nicht drüber nachdenken, Schätzchen, ne? Ich habe auch unsere Yankees, aber ist da eigentlich alles schon ganz gut, ne? Wenn sie sich ruhig stellt, dann ist das in Ordnung. Danke. Ich habe keine Ahnung, was sie gerade erzählt hat. Ich habe ganz verzweifelt versucht zu rekapitulieren, was sie da gesagt hat. Ich hole einfach den Schlaf von letzter Nacht nach, während ich sie rede. Ich wollte gerade fragen, hast du eigentlich einen Schlaganfall, während du sie machst? Der Kopf sagt nein, aber das Gesicht sagt einfach mich noch eins. Du bist doch auch fürs Leben gestraft, wenn du so einen kleinen Vorsatztumor auf deiner Schulter sitzen hast, der genau wie Lotta Hart redet. Ja, doch eins oder ne, das Leben ist vielleicht hart, aber ich bin Lotta, das ist viel härter. Na, meine Freundin nennt mich Lotti Carotti, ne, weil ich so gerne an Mörschen knabber. Ja, ich fotografiere ja die Meteorschere, ne, für ein Untersuchungsprojekt von der Universität, ne. Ich gehe nämlich auf die Landei-Universität. Bei uns gibt's nämlich... Bei uns, da gibt's nämlich die Fächer Eier kochen und Eier braten. Ja, schön, dass wir das kennengelernt haben, ne. So, dann reden wir jetzt mal. Was ist denn passiert? Oh, was passiert ist, wollen Sie wissen? Da ist ja ganz klar, was marschiert ist. Da sah ich ihn direkt da beim Mord, ne? Da habe ich nicht viel gesehen, ne? Habe ich nicht im Fernsehen geguckt, ne? Und im Fernsehen werden ja immer die ganzen Leute umgebracht. Machst Fernseher an, zack, sterben die alle, ne? Ja. Ich gehe AFK, bist ja fertig, ist sicher nicht. Ja, ne, bei uns auf dem Land, da gehst du nicht AFK, bei uns gehst du AfD. So, aber. Das ist doch letzte Nacht passiert, oder? An Weihnachten. Ja, das kann sein. Ja. Weihnachten war letzte Nacht. Alternative fürs Land. War jetzt schon wieder Weihnachten? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, da wurde ein Mann auf dem Boot erschossen, richtig? Der Chat ist außer sich. Rede ich? Ich rede. Und wie ich rede. Da wurde ein Mann auf dem Boot erschossen. Haben Sie irgendwas gesehen? Naja, lassen Sie mich mal sehen, ne? Also, wenn ich jetzt hingucke, nee, da wird gerade keiner erschossen, wenn ich ehrlich bin. Aber ein Boot, nee, Boot ist da auch nicht. Mensch, was erzählen Sie denn? Da ist doch gar nichts, das ist doch nur Wasser. Ach, sehen Sie das da hinten? Da schwimmt eine Gurke auf dem Floß. Da habe ich einiges gesehen, sagen Sie mir mal, ne, aber bin mir nicht gerade sicher. Ah, da müssen Sie sich erinnern, ne, das ist ja alles ein bisschen komisch. Ah, vor 3 Tagen habe ich hier angekommen, ne, und jetzt ist schon wieder Montag. Ja, aber auf dem See, ne, da kannst du keinen Esel reiten. Aber da sehen Sie mal, was ich gesehen habe. Ich bin so froh, dass wir keine Webcams eingebaut haben, weil ich sitze hier jetzt gerade richtig entgeistert dran, hab die Hand am Kopf und denke mir einfach doch, bitte hör auf zu reden. Vergiss nicht, dass du auf dem See keinen Esel reiten kannst. Reden wir mal über Lotta, mit Lotta. Müssen wir. Ja, Maya, bitte.
wo haben Sie eigentlich so ein großes Sprachorgan her? Boah, von Red White, ne? Der ist ja jetzt gestorben, da habe ich geerbt. Was machen Sie? Was ich hier mache? Na, das ist ja ganz einfach. Haha, ja, Sie glauben nicht, was Sie alles sehen könnten. Ne, ja, jetzt rede ich mal so. Ja, eigentlich bin ich ja eine Frau. Das macht's nicht besser. Ja, ich bin nämlich eine Studentin an der Universität Country Boy. Und ja, bei uns im Herzland, ne, innen drin. Innen drin, das sage ich Ihnen. Sweet Home Alabama. Wo Abtreibung illegal ist. Von dem College. Jedes Mal, wenn man da in so eine Sitzung reinkommt, wird das bei Sweet Home Alabama gesungen. Ja, bitteschön, Maria, dann erzähl mal. Ja, Moment. Wow, ich habe keine Ahnung, was Sie gesagt haben. Nick, sie ist an irgendeiner Universität und macht Dinge. Oh, Mensch, das habe ich auch mal gemacht und jetzt bin ich Anwalt. Pass mal gut auf. Ja, warum also, ich hierher gekommen bin, ne, das fragen sie mich ja, haben sie mich gefragt, aber haben sie gar nicht erzählt. Ich hab dich mal gefragt. Ja, haben sie gefragt, hab ich doch direkt erkannt. Ich sag eins einfach, kann ich ihnen erzählen, ne. Die haben mich hier, hab ich so einen Brief gekriegt, da steht Exmatriculation. Da weiß ich nicht, was das heißt. Die haben gesagt, ich habe so eine Studiengebühr nicht bezahlt oder sowas. Deswegen bin ich jetzt hierher gekommen, wollte ein Foto machen, ne, das ausdrucken und dann mache ich da einen Geldschein draus und dann gebe ich denen das. Da kann ich auch wieder studieren gehen. Ja, vor 3 Tagen sagen sie, nee, das ist auch nicht, nö. Und was fotografieren sie? Na, no, das habe ich Ihnen doch erzählt. Nee, da ist ja auch ganz einfach. Hier kann ich Ihnen mal sagen, Meteore. Da gucken Sie, da regnet, da drunter fällt ein Stein auf den Boden und ach, speng. So. Feine Sterne. In der Tat. Hilft Alpizin mit Koffein nicht gegen Lockerhart. Reden wir über Ihre Kamera. Nein. Doch. Das ist eine tolle Kamera, die Sie da haben. Sehr Maya, musst du sie wieder ansprechen. Maya, musst du sie wieder ansprechen. Ey, verbübschner Eis, das haben sie aber gut erkannt, ne, ist in Deutschland gemacht. Das ist ihr Soling, echter Kruppstahl, sag ich Ihnen, ne. Da marschieren wir 5 Meilen mit der Kamera. So, stellen Sie da nicht auch Messer her? Ey, verbübschner Eis, ne. Maya, bitteschön. Hilfe. Ja. Was ist das da für ein Ding, was Sie da in Ihre Kamera haben? Gut, dass Sie mich fragen! Kennen Sie diese Milchsticks-Eissorte? Ne, da gibt's den Schoko, Vanille und Erdbeer. Diese Sticks, diese langen an so einem Stäbchen, die kosten 20 Cent das Stück. Und ich habe eine neue Sorte erfunden. Ich nenne sie Lakritz-Cola. Die ist schwarz. Ha, noch ein Stück. Als ich meinen Partypopper angepoppt habe, ist die Kamera losgegangen. Bitte hört sie auf zu schreien. Na, ich popp Ihnen gleich mal eine hier, ne? Da popp ich Ihnen mal ein neues Gesicht rein, ne? Da kommt gleich das rote Tränchen aus Ihrer Nase raus. So rein sieht das aus. Das rote Tränchen aus meiner Nase? Ja, nee, da könnt ihr mal. Wenn du auf meine Kamera ein paar Geräusche hört, dann sind die laut, die Geräusche. Ja, und dann macht er klack, 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 klack. Und dann ist meine Filmrolle wieder leer. Und dann beschwere ich mich wieder, weil ich nämlich keine Fotos gemacht habe. Ne, weil das bloß die scheiß Autoalarmanlage von Detective Gamschuh war, weil er nämlich wieder Parkerverbot gehalten hat. Ne, macht der immer. Eine programmierbare Kamera, das ist toll. Alter, bübsch noch eins. Ich möchte mal hier so ein Revue passieren lassen, dass wir in den letzten 10 Minuten für jemanden, der das Spiel nicht kennt und nur zuhört, keine Ahnung hatte, was Lotta da eigentlich gerade erzählt hat, ob da irgendwas Relevantes dabei ist. Guck ihr mal ins Gesicht, ich weiß selber gar nicht mehr, was sie in den letzten 10 Minuten erzählt hat, deswegen gehen wir jetzt auch wieder weg. So. Ja, danke schön, das ist das Beste, was du heute gesagt hast. Ja, super. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zum Gutsee-Eingang und dann gehen wir mal zur Polizeiwache. Fragen wir mal Inspektor Gamschuh, ob der weiß, was da verkehrt ist. Da ist einiges verkehrt. 25. Dezember, Polizeiwache. Ja, Kriminalabteilung. Winston Payne, hat er jetzt einen Schreibtischjob bekommen? Das ist, glaube ich, nicht Winston Payne. Aber er sieht so aus. Ja. Ja, Maya, bitte. Achso, bei Gamschuh kommt, da dachte ich muss Gamschuh sprechen. Nee, er ist okay. Ja nicht hier. Punkt, Punkt, Punkt. Der sieht wohl so aus, als wäre Detective Gamschuh nicht hier. Verdammte Scheiße. Na, Maya, brauchtest du mal einen Moment Ruhe? Ist irgendwas verkehrt, Schätzchen? Ah. Willst du dich selbst stellen? Okay, was hast du getan? Hast du was geklaut? Hast du irgendwas überfallen? Warst du draußen wieder nackig? Nein, nichts davon. Ich habe meine Schwester umgebracht, aber das ist jetzt schon ein Weilchen her. Das glaube ich Ihnen nicht. Ich habe von der Feuerwache bedächtige Informationen, dass Sie sich direkt auf deren Parkplatz entkleidet haben und gesagt haben, spritz mich an, großer Mann. Pack mir den Schlauch aus, Willi, ich bin bereit. Wir suchen direkt den Gamschuh. Ist er hier? Gamschuh, den haben wir letztens gefeuert. Der arbeitet gar nicht mehr hier. Der ist in einem Meeting, ne? Der kann seinen Schreibtisch einpacken. Dürfen wir da auch mitmachen? Nee. Aber ich denke, da wird er in nächster Zeit nicht mehr rauskommen.
Wieso wurde er beschuldigt, seine Schwester umgebracht zu haben? Nee, sein Bruder. Okay, wir kommen wieder. Ja, mach das mal. Oh, okay. Und geh nach Hause und mach keine Schwierigkeiten. Don't do drugs, go to school. Auch nichts mehr klauen, okay, Jungchen? Ach, Menno, sehe ich wie eine Kriminelle aus? Yeah, Gumshoes Musik läuft. Der hat sein Radio angelassen. Dann gehen wir mal zurück zum Verbrechercenter, nee, da ist auch niemand. Zurück in die Anwaltskanzlei, da ist auch niemand. Ich glaube, da müssen wir noch mehr mit Lotte Hart reden, weil da haben wir, glaube ich, was übersehen. Oh nein! Zurück, zurück an den Gurtsee. Außer wir haben irgendwie beim Bootsverleih irgendwas übersehen. Aber das gehen, wir, gehen, gehen wir zum Beach oder? Ja, da ist aber nichts. Also wir gehen zurück zu Lotte Hart. Nein. Ich glaube, ich muss ihr nochmal ihre doofe Kamera zeigen oder sowas. Müssen wir. Ja, ich zeige ihr ihre Kamera. Lotta! Einfach bübsch! Also deine Kamera. Die löst aus, wenn du laute Explosionsgeräusche machst. Na klar, da ist schon mal ein Vorbild, der Michael Bayer, von dem schon mal was gehört. Nein. Eigentlich, das Opfer, in dem Fall, dass wir immer nur so, den Fall, du weißt schon, der wurde erschossen mit einer Pistole. Einfach bübsch, eine Pistole. Was ist eigentlich mit ihren Augenbrauen passiert? Die sind verrutscht. Richtig, würde eine Pistole nicht ein ähnliches Geräusch machen wie ein Partypopper? Da denke ich mal, das wird ja wohl tun, ne? Und deine Kamera, die hat kein Foto von dem Mord, richtig? Ey, verbübsch, hey, Moment, ein schneller, sagst du mal, bist ja ganz schnell Schleuschchen für einer, der von der Stadt kommt. Na, ich sehe schon, was du schaffst, ne? Da muss ich mal in meinem Afro wühlen, vielleicht schaue ich da noch ein Foto vom Mord drin, ne? Aber gucken, nee, eigentlich nicht, nee, scheiße. Ja, sie hat keine Handtasche, sie hat irgendwie alles in ihrem Afro. Ja, Mensch, sag ich dir mal, ne? Aber immer meinen Film angucken, ne? Es müsste ein Foto von letzter Nacht sein, richtig? Da habe ich scheinbar schon drüber geschaut, aber nichts, was ich gesehen hätte. Nee, aber kann man gucken, ne? Kann man gucken und dann sehe ich das auf den Fotos. Ne? Wenn man guckst, dann siehst du, was auf dem Foto drauf ist. Ja, ja, das war texanisch. Für Fotos gemacht. Ja, dann guck ich mir mal einen Film an oder guck mal später mal nach, was sie gemacht haben. Nee? Was? Ich sagte Yeehaw. Hi, ich bin jetzt Lotta. Dann red mal. Einfach Biffi, ich komme aus Texas und aus Alabama und bin auf der deutschen Uni gewesen. Sie SUV, komm, rennen wir so lange wir noch können. Ach, Mensch. Ja, ich glaube, wir sollten später wiederkommen. Ich glaube, wir sollten gar nicht wiederkommen. Dann gehen wir mal. Ich werde Inspektor Gumshoe jetzt wieder bereit. Seid ihr bereit? Es ist Zeit, Inspektor Gumshoe, Zeit. Okay, Moment. Jawohl, sieht gut aus. 25. Dezember, Polizeidepartement, Criminal Affairs. Hm. Das sieht so aus, als wäre Detective Gumshoe immer noch im Meeting. Nö! Danke, dass ihr vorbeigekommen seid. Ihr seid meine einzigen Freunde hier. Wir sind gar nicht deine Freunde, Inspektor. Och, Menno. Ja, was SUV bedeutet, Super Ultra Vehicle. Ja, genau. Das haben so richtig tolle Leute. Die haben nämlich auch einen kleinen Gumshoe. Ja, das Meeting ist gerade etwas vorbei. Da darf ich kurz was erzählen. Ich habe neulich ein Meme gesehen. Das war so ein Bild, wenn sie bei Walmart jetzt auch endlich Kondome in Kindergröße verkaufen. Dann waren einfach so 20 SUVs, die da auf dem Parkplatz hintereinander standen. Okay. Ja, nach dem tollen Meme hier. Ja, das Meeting ist vorbei. Wohl oder übel. Ja, ich denke, dann haben wir jetzt ein paar schlechte Nachrichten. Erstmal deine Musik anmachen, Inspektor, dann ist gut, ne? Das beruhigt dich. Reden wir mal über das Opfer. Wissen Sie etwas über das Opfer? Nö. Können immer noch nicht identifizieren. Hat der Edgeworth irgendwas gesagt? Wen hat er denn erschossen? Er hat nur gesagt, nicht right, nicht right. Keine Ahnung, was das bedeutet. Dann reden wir mal über das Meeting. Also was war denn in dem Meeting so los? Kann ich euch nicht sagen. Ihr seid ein Anwalt. Das stimmt aber Maya nicht. Erzähl's doch Maya. Weißt du? Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich glauben soll. Am ersten Tag haben sie mir gesagt, kann die Kaffeemaschine benutzen, so oft ich will. Und dann habe ich sie benutzt, habe eine Rakete draus gemacht und habe sie an die Decke geschossen. Und seitdem bin ich hier unten durch. Oh Mensch. Ja, und sie, dieser Edward, ist so menschlich wie du oder ich. Dann habe ich eine gute Idee. Kuschel doch mit Schnuffi, dem traurigen Polizeiinspektor da im Hintergrund, in der Fensterbank. Der hat die Arme schon weit offen. Dann geht's ja bestimmt bald besser. Ja, sicher. Ja. Ja, und auf jeden Fall habe ich langsam das Gefühl, wenn er Scheiße gebaut hat, dann wird er es auch verstecken und nicht zeigen.
Das ist einfach so, so wie er ist. Da haben Sie nicht gerade gesagt, er würde das nicht verstecken? Da habe ich das. Ja. Okay, ja, warum kann es sonst keiner sehen? Weil ich meine Augen immer gerne zumache, wenn ich müde bin. Aber, ich habe eine Frage. Denken Sie wirklich, Herr Edgeworth hat's getan? Ja, auf jeden Fall fängt morgen das Gericht an. Das hat meine Frage nicht beantwortet. Hey. Aber ist doch schön, dass Sie uns über das Meeting erzählt haben, auch wenn Sie es nicht wollten. So sind Sie halt, ne? Moment, bitte sagt niemand, dass ich irgendwas gesagt habe. Moment, habe ich überhaupt was erzählt? Ja, Sir, kein Ding. Und, tut mir einen Gefallen. Willst du eine von meinen Sachen Grünischlangen essen? Ja, bitte. Ich hab Hunger. Bitteschön. Und bleiben Sie bei Mr. Hedgeworth. Er braucht Hilfe. Und Sie sind derjenige, der helfen kann. Ja. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Okay, Gummy. Ich bin sicher, dass er einen Grund hat, warum nicht redet. Danke, du altes Gummibärchen. Ich hab dich lieb. Ja, ich mich auch. Reden wir mal über Edgeworth. Detective Gummibär? Wieso vertrauen Sie Herrn Edgeworth eigentlich so sehr? Nun ja. Ich hab gedacht, das wäre offensichtlich. Uns beide verbindet unsere Arbeit. Wir haben richtig Kraft bei der Arbeit zusammen hier. Nur zu zweit kommt man weit. Kennt er bestimmt. Eigentlich, Inspektor Gumshoe, sind Sie der Grund... Ich glaube, ich rede hier. Nein. Sie sind der Grund, warum ich die Fälle gegen Herrn Wright verloren habe. Ehrlich. Ja, wir vertrauen uns, wir wirken zusammen und so weiter. Wow. Ihr habt eine Beziehung auf der Arbeit? Also da, wo ich früher gearbeitet habe, also nirgendwo, ist das illegal? Das nennt man Kinderarbeit, doch das ist illegal. Moment, halt, stopp. Die haben mir gesagt, ich bin jetzt 8 Jahre alt und damit eine Erwachsene in meinem Dorf. Deswegen kann ich das jetzt Ninja-Meister werden. Ich werde mir Ninja-Meister. Hui. Ich kann die Arme schon hinter den Rücken halten und ganz schnell rennen. Ja, echt toll. Kann ich auch. 2 Meter weiter muss ich wieder keuchen. Oh Mann. Ja, verstehst du? Auf jeden Fall will der Edgy immer, dass seine Angeklagten hier für schuldig gebraucht werden und so. Ja. Ja, aber ist das nicht illegal? Nein. Seine Methoden mögen vielleicht ab und zu ein bisschen extrem sein. Extrem! Nicht so extrem, wie ich extrem schnell rennen kann. Guck mal, hui! Und jetzt rennt sie im Hintergrund die ganze Zeit. Kann jemand das Kind rauswerfen? Ich kann mich auch wieder entkleiden und mich nass spritzen lassen. Suchen Sie sich's aus, hui! Maya, hast du heute genug getrunken? Nein! Ja, doch, als der Feuerwehrmann seinen Stauch rausgeholt hat, hat sie den Mund aufgemacht. Hast du deine Pillen genommen? Nein! Okay, Inspektor Gumshoe, aber da gibt's einen Grund. Mhm. Er vertraut unseren Untersuchungen hier, verstehen Sie? Scheiße, dass ich die letzte Zeit so versagt habe. Naja, ja. Und er vertraut uns, dass wir den richtigen finden, der gemacht hat und so. Und das ist, warum ich, Gott nochmal, wirklich extra da arbeite, Kumpel. Brauchen Sie was gegen Ihr Asthma? Bitte. Ja, wir müssen uns das Vertrauen erarbeiten und verdienen, dass er uns hier entgegenbringt. Ich sehe schon. Der Polizeioberinspektor hat mir gerade eine Backpfeife gegeben, damit ich aufhöre. Setz dich hin und lern. Kinder? Kinder brauchen Hiebe. Liebe! Keine Liebe, sondern Liebe. Ja, Mr. Edgeworth ist ein Mann, dem man vertrauen kann. Ich glaube, da sehen so ca. 200 Leute, die im Knast sitzen, anders. Und er hat mein Wort drauf, dass es auch so ist. Okay, dann reden wir mal über den Autopsiebericht. Ich habe mich gefragt, haben Sie eigentlich diesen Autopsiebericht inzwischen? Oh, der? Ja, haben eine Kopie für dich gemacht. Danke, Gummi. Alles gut, danke. Ja, okay, bitte, zwischen bitte. 24. oder 25. Dezember irgendwann gestorben, weil er abgeknallt wurde. Dankeschön, Inspektor, du hast ja echt toll aufgeschrieben. Nick, darf ich mich jetzt wieder ausziehen? Nein. Nein. Kannst du mir das Foto mal zeigen? Mann, was ist das denn für eine? Was ist denn da passiert? Das Gesicht. Jemand, den du kennst? Ich weiß nicht. Er sieht aus wie jemand, der einen Hasen in seinem Kofferraum hat. Ich hab das Gefühl. Es ist Professor Snape. Ich hab das Gefühl, dass ich den schon mal irgendwo gesehen habe. Stein der Weisen. Das war's. Genau, im Kino. Gehen wir jetzt wieder, bitte. Ja, wir gehen jetzt wieder. Wir gehen jetzt mal zu Edgeworth und fragen ihn, ob ich jetzt darf. Nee, darf ich nicht. Edgeworth hat keinen Bock mehr. Edgeworth weggegangen. Dann gehen wir wieder zu Lotta, würde ich sagen. Oh nein.
Auf zu Lotti, Lotti Karotti. Das ist das Schlimmste, was du heute mir sagen kannst. Wir sind richtig. 25 Dezember im Wald. Sag mal, Lotta, wusstest du eigentlich, dass man hier nicht parken darf? Eiver Bübsch, was steht? Nee, ich kann gar nicht lesen. Bei uns auf der Universität sind wir alle ganz besondere Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Und da musst du nicht lesen können, da musst du auch nicht rechnen können. Weißt du, was du da können musst? Da musst du wischen können, wie du eine Dose aufkriegst, ganz ohne Messer. Nämlich nur mit deinen Zähnen. So macht man nämlich bei uns auf Dorf das Bier auf. Was? Bronco? Du musst wischen, ne? Das menschliche Gebiss, das ist nämlich stärker als der Metallkronengorke. Ne, zeigen Sie mir mal Ihre Anwaltsmarke, da packe ich mal auf den Wasserkocher drauf, da kann ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert. Ah, warten Sie mal eine Sekunde, Bingo, so, jetzt sieht's aus, ihr gewonnen. Bunko? Na, hier, gucken Sie mal, meine automatische Kamera hat zweimal Foto gemacht gestern. Hey, 2 ist größer als 1. Ja, und das hier ist größer als Gurdi. Ja, guckst du mal hier rauf, ne? Das ist eine Gurke auf dem Floß, siehst du da? Links ist eine Gurke und das rechte, da ist ein Typ mit einer Knarre, einfach die Gurke abgeschossen. Warten Sie mal. Sehen Sie das? Sehen Sie? Ah, da haben wir Pistole drauf. Ja, sieht fast so aus, ja? Ja, aber man kann nicht sagen, wer schießt. Nein, Frau Bübscher, haben wir beim Intro gesehen, das war der Edgy-Budgy, ne? Der Edger-Bedger, das ist ja ein ganz böser Junge, war das. Ne, den hätten sie bei uns auf der Universität aber sofort verprügelt, wenn er da mit Blättchen angetanzt wäre. Ne, das geht gar nicht. So, siehst du bei uns auf der Lande nicht aus, der Afro, ne? Und da musst du dir noch ein Tattoo auf den Brustnabel machen. So. Jetzt aber eins drauf, ne? Der sieht aus wie ein abgewrackter Bullenfrosch. Ah, wissen Sie eins? Sehen Sie mal das Foto an, das erinnert mich schon mal direkt an eine Sache. Was? Ah, schauen Sie, ich hab da gesehen, dass der Mord passiert ist, aber wenn ich nämlich auch eine Zeugin. Was? Ja, ernsthaft? Na klar, Bitchkin. Aber wie hast du das vergessen? Egal. Na, aber Alpha Mübsch, soll ich das etwa zu den Polizeien machen, ne? Ja, okay, mach mal. Ich denk mal schon. Na, wie war das? Ja, da wollen Sie doch nicht nochmal mein Akzent, wo Sie sich lustig machen, ne? Ich rede aber wie ein normaler Mensch. Sie reden doch alle wieder voll Vorstellung aus der Stadt. Ja, ich bin eine sehr sensible Frau mit sehr sensiblen Bedürfnissen, ne? Da können Sie mal kurz eine Scheibe von abschneiden. Und wenn Sie nicht auf meine sensible Bedürfnisse, wenn Sie nicht sofort auf meine sensible Bedürfnisse reingehen, dann boxe ich Ihnen gleich ein neues Loch in die Zahnreihe. So, und jetzt rede ich mal mit der Polizei. Sie kennen das Foto, Sie ja. Sie haben sogar Schläge angedroht. Na, bis später, ne? Wenn ich Sie verprügel, dann sind Sie schuldig. Vergessen Sie nicht, wo ich mein Vokabular hab. Halt, Lotta. Was ist los, ne? Können Sie nicht sehen, dass ich was zu tun hab? Sag uns, was hast du gesehen, bitte? Netter Verschuchhönischchen, ne? Aber Zuckerschneuzchen. Ja, aber ich wurde noch nicht gestern beworben worden. Ne, ich bin ein Zeuge. Und das heißt, dass ich auf der Gerechtigkeitsseite bin und du bist das Problem. Und ich gehe jetzt zur Polizei. Ist für die Gerechtigkeitsseite, die sie dabei haben. Nein, die Gerechtigkeitsseite verklagt sie, weil sie im Halteverbot parkt und auf einem No-Camping-Platz campt. Ja, genau das. Ah, du musst doch mal die Südseite eschen, ne? Du alter Nord stinkt ja. Das sag ich dir mal, ne? Im Süden, bei uns im Süden. Im Süden von Deutschland. Das sind nur die richtig harten Leute. Da wohnen wir. Im Süden. Bitte hört sie auf. Nee, da musst du doch einfach mal deine Skibbys in den Haufen reintun, ne? Freunde, heute, morgen sind wir Feinde und übermorgen verprügel ich ihnen die Zahnreihe raus und klau ihnen das Portemonnaie. Ich hab auch noch was zu bezahlen. So, jetzt aber andersrum. Nee, egal, ich geh mal. Vielleicht lassen sie mich auch sogar aussagen, das wäre ja richtig geile Scheiße, wäre das. So. Ihre Stimme macht meinen Kopf aua. Sie ist weg, Gott sei Dank. Das ist ein Zeuge mehr. Was soll ich jetzt? Ah, ich hab noch was vergessen. Ich wollte dir noch was sagen. Nee. Ja, meine Stimme macht vielleicht ihren Kopf auer, ne? Aber ihr Kopf macht Stimme. Mei. Oh Gott. So, bitte, was ist los? Ich weiß nicht. Du bist dran mit vorlesen. Ich hab gesagt, was wir jetzt machen sollen. Ich weiß nämlich auch nicht. Wenn sie etwas gesehen hat, dann können wir nichts darüber tun. Die Frage ist, was hat sie denn gesehen? Das werden wir wohl morgen rausfinden. Fototo. Fotozeit. Gehen wir mal zurück. 25. Dezember, Gurtsee, am Strand. Sieht aus, als wenn die Polizei niemanden mehr untersuchen möchte. Das ist der Weihnachtsmann. Hey! Ho, ho, ho. Aha! Nick! Ich denke, der Weihnachtsmann ist sauer auf dich. Ich bin das Sandmännchen. Habt ihr nicht auf die Uhr geguckt? Schlafen, Zellkind, ich schlage euch K.O. Nick, verflixt noch eins. Der hat mich immer gekriegt. Schnell weg, Nick. Und sonst Sand, Nick. Oh nein, ich sehe die Verbindung. Ist das dein Bruder?
Haben wir uns lange nicht mehr gesehen, Nick. Mach dich nicht lächerlich. Maya, mach dich mal nicht lecker. Kumpel, ich bin's. Schoko fragt gerade, was wir vor den Streams eigentlich immer nehmen. Ich nehme vor den Streams gar nichts, aber während des Streams trinke ich immer ein bisschen Cider. Den guten Apfelräuber vom Rewe. Hast du den nicht gekriegt bei dir, Chris? Nein. Traurig. Oh nein, nicht der lange Larry. Ja doch. Was machst du denn hier? Ich dachte, die hätten dich eingebuchtet, weil du so ein Volltrottel bist. Da ist es nicht offensichtlich, ich bin der Weihnachtsklaus. Ich mach meinen Job. Ich verkaufe als Weihnachtsklaus, der dieses Sandmännchen ist, Samurai Dogs. Willst du ein? Tja, brauch das Geld für Dates und so, verstehst du schon? Mein Girl Kionse verdient nur das Beste. Du musst einfach bedenken, dass er ein Mädel hat, die Kionse heißt, ja? Ja. Das ist wahrscheinlich japanisch, bleiben sie mir vom Hals. Oh Mann. Einstweilige Verfügung. Kionse, nicht schon wieder ein Model, oder? Oh, Kionse ist eine feine Frau, Nick. Ja, und das war ihre tolle Idee, dass ich das Kostüm hier trage. Sie, ja. Halt, Moment! Wenn das ein Model ist und sie auf bärtige Männer steht, dann weißt du, wessen Nummer ihr geben kannst. Ich hab sogar ein Smartphone! Ruf mich an, Schätzchen! Sie war auf jeden Fall so, Kiosi, eiswellige Verfügung, verstehst du? Ja, da wusste er direkt Verfügung, ach klar, ich soll halt Samurai-Dogs in einem Santa-Kostüm am See verkaufen, wo keiner ist. Ja, genau das. Ja, sie haben das Kostüm gekauft. Das ist toll, Larry. Wow, super, ein Weihnachtsmann-Kostüm, sie muss dich richtig lieben. Cute. Nick, wer ist denn das? Sie ist doch nicht immer deine, ja? Nein, sie ist nicht meine was. Nein, das ist sie auf keinen Fall. Nein, halt, stopp. Was soll das denn heißen? Ich bin seine Partnerin. Direkt, Maya Fee. Ab geht das. Ich bin sowas wie die kleine Schwester. Du weißt schon, was man so macht, wenn keiner hinguckt. Schwester? Also ich stehe ja auch auf RP und so. Larry mag, glaube ich, eher große Schwestern, ne? Achso, ja, Big Onisa. Ja. Onisa. Ada. Ja, Nick muss ganz schön hart sein. Nein, also Nick wird da nicht so hart. Ja, von 9 bis 5 arbeiten, darf ich gleich Schwester aufpassen. Larry, ich nehme nur einen Fall alle 10 Monate. Ich arbeite nicht viel. Nein, ich bin nicht Nicks Schwester. Ich bin die Schwester von meiner Schwester. Klingt toll! Warte, ich hab hier noch irgendwo... Keine Sorge, Maya. Der denkt, wir beide sind zusammen und deswegen hört er dir nicht mehr zu, weil er merkt, dass er keine Chance hat. Weil wir wirklich mit ihm reden. Ich sage ihm jetzt meine Anwaltsmarke. Achso, Moment, das können wir auch machen. Na guck mal, Larry, was ist denn das? Das ist dein Kronkorken, nicht wahr? Na klar. Ja, hast mir ganz schön da geholfen, als mir das Bier ausgelaufen ist und ich keins mehr hatte. Da hing mir Richt damals. Es tut mir leid, dass ich nicht bezahlen kann, aber Kionse braucht so viel Geld. Ja, du hast das alles an Kionse gegeben. Mensch, die ist Model, die sollte reich sein. Was datest du eigentlich irgendwelche Instagram-Thoughts, die kein Geld haben? Ja, aber du kannst einen Hund haben, wenn du willst. Ja, gib mir einen Hund. Hund. Larry, du musst ihr jetzt einen Hund geben, sonst wird sie traurig. Ja, kein Problem. Ich mag's, wenn Leute traurig sind. Wenn du Maya an deine Hündchen lässt, dann hast du keine mehr übrig für andere Leute. Ja, wenn's dich glücklich macht, bitteschön. Hund! Wie oft muss ich dich dann erinnern, dass ich dich da vom Haken geholt hab? Vergiss nicht, yo ho. Wenn der Haken kommt, bin ich anders so. So, Larry, dann reden wir mal über drauf, was passiert ist. Hey, Larry! Es gab letzte Nacht hier einen Mord am See. Und weil du hier arbeitest, hast du etwas gehört? Nick, du verschwendest deine Zeit, das ist Larry. Letzte Nacht war doch Weihnachten. Der war doch bestimmt mit Kionse zusammen, oder? Er würde doch nicht hier draußen in der Kälte stehen, wenn er eine Freundin hat, die ihn lieb hat. Uff. Hey, das hast du davon, dass du mir deine Dogs nicht gibst. Blöde Sau. Ich denke, was du gesagt hast, hat ihn ganz schön kalt erwischt, Maya. Ja, es ist ganz schön kalt hier draußen. So wie gestern Nacht, als du hier warst. Mello. Es ist nur so, dass Kiosk
gar nicht in der Stadt ist. Sie ist auf Hawaii-Fotoshooting. Ein Model? Ich wusste es. Ja, ganz egal. Hier gab es einen Mord am See und morgen ist die Verhandlung. Hä? Klasse. Ja, und der Angeklagte ist Edgeworth. Miles Edgeworth. Nick, da spricht man nicht so. Warum sollte Larry den Edgeworth kennen? Boah, Nick! Du meinst doch nicht den Edgeworth? Old Edgy? Ja, ja. Die alte Schmalzlocke. Er ist der Hauptverdächtige. Boah, Mörder. Sie kennen Herrn Edgeworth, Herr Larry? Ja, natürlich. Edgy war in der gleichen Grundschulklasse so wie wir. Reden wir mal über die Samurai-Dogs, jetzt geht's nämlich ums Ganze. Hündchen! Samurai-Hündchen? Warum Hündchen? Ich will Hündchen! Die sehen aus wie eine, beim Flaschenkürbis. Ja. Früher hießen sie Wachhunde und, ja, verstehst du, Wachhunde. Aua, das tut weh. Geh weg. Ja, Kionse hat die Samurai-Idee. Das ist meine Frau, verstehst du? Ja, und sie war so, ja, ändere doch mal den Namen hier. Und dann hat sie mir das Banner da drüben gemacht. Und die Kinder kriegen gar nicht genug von den Samurai-Hunden. Oh Mann. Mann. Irgendwas ist falsch. Naja, ich bin das nicht. Ich bin Wright. Phoenix Wright. Hier ist meine Marke. Ja, verstehst du? Und weißt du was? Mhm. Wir kriegen hier echt viele, viele Hunden am See nach den großen Nachrichten. Die großen Nachrichten? Ich habe auch eine große Nachricht. Ist die Kleine. Ja, bitte? Morgen stehe ich in der Zeitung. Ich war nämlich heute an der Feuerwache. Ach du, hast du die nicht direkt ausgezogen? Woher weißt du das? Das war erst morgen in der Zeitung. Radio Ostdeutschland, Kumpel. Radio Ostdeutschland. Wow. Und auf jeden Fall Godi. Grobi? Ja, die Wüste Grobi. Reden wir mal über Edgeworth. So, Herr Edgeworth war also dein Schulkamerad, Larry. Hast du auch immer von ihm Hausaufgaben abgeschrieben? Ja, Nick und ich haben immer Hausaufgaben von ihm abgeschrieben. Er hat gesagt, ja, schreibt eure Hausaufgaben, aber macht so, dass es nicht so aussieht, als hättet ihr abgeschrieben. Und weißt du was, wir haben uns genauso abgeschrieben. Wow, das hätte ich nie gedacht. Ich hätte immer gedacht, der Edgeworth lässt nicht von sich abschreiben, weil er so eine alte, verklemmte Kartoffel ist. Ja, hätte eigentlich wissen, so nach dem dritten Mal, dass er Anschluss vom Lehrer bekommen hat, weil wir immer gesagt haben, er hat bei uns abgeschrieben. Aber er hat uns immer wieder gemacht, der Depp. Ja. Auf jeden Fall war er immer ganz schön irgendwie, ja, keine Ahnung, ist im Schlamm festgesteckt oder so, keine Ahnung. Was ist denn los mit Larry? Ich weiß es nicht. Okay. Ja. Ja, und da hat er auf jeden Fall die ganze Zeit hier gerackert und gebüffelt, um zu sein wie Papi. Wow, nicht mal ich wollte so sein wie sein Vater. Ich auch nicht. Ja, auf jeden Fall war sein Papstchen. Ja, pass auf, ich kann dir sagen, was da passiert ist. Larry hat sich Edgeworths Vater angeguckt, berühmter Anwalt, und hat sich gedacht, was, Edgeworths Vater hat einen Job, so wie der will ich nicht sein, und seitdem ist er arbeitslos. Ja, auf jeden Fall war ein toller Strafverteidiger. Wow, klasse. Warte, war Strafverteidiger? Ja. Warte mal einen Moment. Aber Herr Edgeworth ist doch gar kein Strafverteidiger. Der ist doch ein Arschloch. Was? Ein Arschloch? Also ich hätte das als Vollknalltüte bezeichnet, aber Arschloch klingt auch gut. Nein, ich meine ein strafanklagter Anwalt, Mann. Das ist so das Gegenteil, der steht immer nicht links, sondern der steht rechts im Gericht. Ja, auf jeden Fall hat Edgy irgendwas mit dem Knie gemacht, keine Ahnung, was sie von mir wollen. Ja, und ich stehe für das Recht im Gericht. Ja, eigentlich ist doch Herr Wright, der für das Recht steht. Nee, der steht immer links. Ich kann Augen gucken. Ja, auf jeden Fall hat der Dingsbums im Knie. Keine Ahnung. Ich komm grad nicht aufs deutsche Wort. Ja? Ja. Irgendwas muss ja... Ich bin, glaube ich, schon viel weiter als du. Du hast... dann kommst du ja mal... So, nein. Staatsanwalt. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Ja, und jetzt ist Larry wieder dran. Ach so. Also, ja. Los, Figur!
Pokémon Camp, ich habe ein Pflanzen-Pokémon im Wald gefangen. Los, Kleinstein. Moment. Der hat Moos auf der Unterseite, das zählt. Los. Das ist die Gurtseeform. Den. Los, Kleinstein. Schrankenhieb. Los geht's, Potrott. Los, Kleinstein. Maya wirft einen Stein an Larrys Kopf und klaut die Hot Dogs. Oh nein. So, Larry, erzähl, was ist los? Ja, er hat immer davon gelabert, von wegen, dass er die Schwachen beschützen will und dass beim Rush dann Sachen runterfallen und die sich nicht selbst verteidigen können. Oh nein! Und dann, pass auf, jetzt kommt der Knaller, dann sind die Sachen nochmal runtergefallen. Oh. Ja, auf jeden Fall war er halt hier eben mit seiner Pflicht für die Gesellschaft und so weiter voll der Langweiler. Tja, frag mich, was seine Meinung geändert hat. Hey Larry, ohne die Pflicht an die Gesellschaft wärst du jetzt im Knast. Hey, weißt du was, Nick? Ist mir scheißegal. Nick? Es wird nicht besser. Reden wir mal über die Gurke, die wir auf dem See gefunden haben. Gurke! Gurke? Ja, die ist da drüben im See auf dem Floß. Eine große, mysteriöse Gurke. Ah, eine Gurke! Ja, eine Gurke. Schau dir das an. Das ist ein Artikel aus der gestrigen Zeitung. Da ist ein Foto von der Gurke. Wow, eine große Gurke. Oh, das ist wirklich eine große Gurke. Das sieht aus wie so ein Typ, der ertrinkt, so dieser Arm. Hilfe, Hilfe! Diese Kleinfamilie im Vordergrund, mach mal ein Foto von uns, so ne Mann. Papa, hinter dir ertrinkt. Jetzt mal das Foto! Mach das Foto, du musst nicht abt. Nick, da ist ein Monster, ein echtes Monster. Der Vater. Oh, ja, stimmt. Ist bestimmt nur ein alter Baumstamm, oder? Nein, das ist eine Gurke. Hey, hier gibt's ein Zitat von der Person, die das Foto gemacht hat. Alpha Büchner heißt, mein Kamera macht die geilste Fotos im Süddeutschland. Oh Mensch, was ist das? Ich habe die Kamera auf automatisch gesetzt und als es reinkam, klick, klack, bang, wie eine Explosion. Hört sich an, als wenn etwas im Wasser zerstört worden wäre. Ich zerstöre gleich auch mal was. Ich wünschte, das hätte ich gesehen. Ich mag, wenn Dinge kaputt gehen. Warum sollte da ein lauter explosionsartiger Sound sein? Ja, warum sollte das... Larry? Larry, was hast du schon wieder angestellt? Kann ich mir die Zeitung ausleihen? Nö, das ist meine. Also auf jeden Fall, wenn du haben willst, $1 Million, bitte. Ich habe aber nur 7. Ja, okay, gekauft. Werd erwachsen, Larry. Jetzt geht er an Kiosk und kauft sich für 2,50 eine neue. Okay, dann gehen wir mal. Ich glaube, das reicht hin zum Eingang. Ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück in den Detentionscenter. Edgeworth ist immer noch nicht wieder da. Ist er denn? Wetten, der liegt immer noch am Boden und versteckt sich vor uns. Der hat sich einfach weggeduckt. Wie sonst im Büro? Nee, ich bin jetzt gerade wieder bei Larry. Ich gehe mal zum Bootsverleih. Vielleicht gibt's da noch was Schönes. Achso, warte. Nein, da gibt's nichts. Okay, dann gehen wir nicht zum Bootsverleih. Gehen wir in unser Büro? Ich bin gerade wieder zum Bootsverleih gegangen. Dann warst du doch gegeben. Denken macht meinen Kopf aus. Also, dann gehen wir mal zurück zur Polizeiwache, würde ich sagen. Ich sehe dieses Beginn ins Büro. Polizei! Okay. Hurra! Maya möchte sich gerne stellen. Nein, möchte ich nicht. Doch. Also, wenn sie für Detective Gumshoe hier sind, ne? Der wird schon wieder befragt. Scheinbar hat er die Kaffeemaschine wie eine Rakete in die Luft gehen, ja. Könnte das nur gewesen sein? Ein wichtiger Zeuge ist aufgetaucht. Er wird eine Weile da drin sein. Lotter Spat. Nee. Oh. Dann untersuchen wir mal den Winston Payne-Typen. Das muss wohl der Chef von den Detektiven hier sein, hä? Er ist an seinen Computer geklebt. Huh. Was? Gurtsee? Da haben sie eine Gurke gefunden. Das glaub ich ja nicht. Sollte er nicht irgendwas Wichtiges lesen? Wie sie sagen, der ist an seinem PC geklebt, den hat Gumshoe da festgeklebt und wir fanden es ultra okay, witzig. Okay, zurück nach Hause. Dann gehen wir wieder. Ja, zurück nach Hause in die Anwaltskanzlei. Was los, Maya? Au. Das soll gleich zwei Stimmen. Mach du mal. Nichts, da ist nur was mich stört. Was denn? Ups, kannst du dir vielleicht das Autopsie-Ding nochmal zeigen? Nö. Na gut, dann nicht. Ich erinnere mich. Der Typ, das ist Professor Snape. Nee, ist er nicht. Ach Mensch. Moment.
Der ist ein Anwalt, der mal für Mia gearbeitet hat. Nein, der hat da gearbeitet, wo Mia auch gearbeitet hat. Die waren wahrscheinlich beide bei Grossberg. Willst du mich verarschen, Nick? Ja, hab mich schon mal getroffen. Als ich da hingegangen bin, mit meiner Schwester abgehangen habe, wie die coolen Kids, die wir waren. Ja, und Grossberg einfach nur so, ich glaub ja nicht, dass das ein Anwalt in meiner Kanzlei war. Nee, der sieht aus wie ein Preuß. Ja, sein Brei stell ihn nur ein, so ein blöder Depp. Wow, in dem Büro? Warte mal. Du meinst den da, den Grossberg? Ja, genau den, was das war, ja. Das war der letzte Name, den ich hier hören wollte. Vielleicht sollte ich mit ihm reden. Naja, nur in alten Zeiten. Okay, ja. Dann gehen wir mal zu Grossberg. Yes. Guck mal, wie er sich immer noch kein neues Bild mein leisten konnte. Jones ist weg. 25. Dezember, Grossberg. Ach Mensch, der Alte. Was ist denn los? Ja, grüß dich! Ja, du bist doch Mias irgendwas, oder nicht? Ja, ich war ihr Lehrling, Phoenix Wright. Ja, hab ich's doch gewusst. Ja, Mias irgendwas. Au, oder jawohl, ich bin ihre Sockenpuppe, ihre Kleine. Ja, bist aber ganz schön groß geworden, hat die bei 30 Grad gewaschen. Ja, schaut so aus, als sieht's wie deine Schwester ausschaut, aber Moment, die ist ja tot. Da könnte man nachhelfen. Ja, das bringt mich in ganz andere Zeiten zurück. Oh mein Gott, meine Nase juckt, ich kann mir aber den Kratzer, weil ich blind bin, dass ich mich nicht bewegen kann. Oh Mann. Die Tage meiner Jugend. Ja, wie frische Limonen. Du verstehst? Das sind Zitronen, sie Vollsportler. Herr Grossberg, Sir. Ja, bitte? Sie machen doch gar keinen Sport, oder? Ja, nee, das tut mir jetzt leid, aber muss ich ehrlich zugeben, mach ich nicht. Weißwurst, Massenzuzeln zählt nicht. Ja, aber muss zugeben, bis Weißwurst, Massenzuzeln habe ich die saftigsten Lippen im ganzen Alpenreich. Ja, Mensch, haben Sie denn. Haben Sie Ihre Pickelhaube denn auch noch da? Ja, klar. Vom Kaiser Otto persönlich zitiert. Kaiser Otto. Das war doch der von Benjamin ja. Blümchen, oder? Hm? Kaiser Otto ist doch der von Benjamin Blümchen. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, Sie sind doch hergekommen, um was zu diskutieren, oder? Ja, was ist es denn? Irgendwas Wichtiges? Ja, schauen Sie mal, das ist meine Anwaltsmarke. Ja, jetzt habe ich auf Worthappen gedrückt, scheiße. Hast du toll gemacht, hätte ich mal früher sagen sollen. Was hast du denn jetzt gemacht? Hast du angefangen zu reden? Ja, was ist denn passiert? Ja, Mensch, Mia wäre auch stolz, wenn sie sich erzählen konnte. Ja, sie hat gesagt, sie macht sich um mich Sorgen. Glaube ich gar nicht. Haha, sie ist doch tot. Kann sich gar keine Sorgen mehr machen. Ja, Moment, was ist da passiert? Ja, aber, du solltest das Kompliment einfach nehmen, oder? Okay. Wo bist du denn da? Ich habe meine Anwaltsmarke gezeigt. Ich konnte da nicht einfach raus. Ich dachte, du liest schon vor, was passiert ist. Und ich denke mir so, scheiße. Nein, da gab's einen Mord. Ich muss nochmal, ich muss durchklicken und geh da nochmal am Anfang und dann machen wir das nochmal. Ja, was ist denn passiert? Letzte Nacht wurde jemand ermordet, Grossi. Grossi, ist eingeschlafen. Ja, was? Ja, ermordet? Ich hab doch gerade gesagt, ich muss da wieder hinfinden. Haben Sie das nicht gehört? Nein, ich bin taub. Dann holen Sie sich mal die Barthaare aus den Ohren. Ja, verstehen Sie, ich bin gerade nicht aufgewacht. Ah, Mensch. Das glaube ich Ihnen. Sie haben bestimmt keinen Fall mehr gekriegt seit der Red White Nummer, oder? Das war jetzt nicht fair. Haben Sie es doch an die Presse gehen lassen, ne? Weiß jetzt jeder, dass Sie eigentlich ein Preuße sind und nur so tun, als wären Sie ein Bayer. Bitte, hör uns auf zu reden. Ja. Miles Edgeworth hat jemanden mit einer Pistole erschossen, ne? Und wenn sie nicht wollen, dass sie der Nächste sind, ne? Dann geben sie es zu. Edgeworth? Meinst du den, oder was? Wen hat er erschossen? Die Identität des Opfers ist immer noch nicht bekannt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut. Ich denke, er hat noch nichts gehört. Dann reden wir mal über das Bild. Nee, ich hab mir sogar gesagt, ich bin da auf die fix. Herr Grossberg! Was ist mit Ihrem Bild passiert? Wissen's, ich hab das neulich zum Restaurieren in so einer Firma gegeben. Dann haben Sie das so gemacht wie in diesem alten Jesus-Bild. Ich wollte gerade sagen, haben Sie denn von dem alten Jesus-Bild gehört, was mit dem passiert ist? Dann wissen Sie, was mit meinem Indiana Jones passiert ist. Oh nein, der arme Indiana Jones. Ja, ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir das nochmal in das Büro hineinkriegen. Oh nein, sie armer Mann. Ich kann nicht sagen, dass es gestohlen worden ist, dann suchen sie danach und dann finden sie das Ding vielleicht auch noch. Und dann geben sie mir das wieder und ich muss das in meinem scheiß Büro aufhängen, aber schauen sie euch die Scheiße nochmal an. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Ja, ja, die ist auf jeden Fall scheiße gelaufen, würde ich sagen. Naja, ich zeig ihm mal die Kamera von Lotta. Ja, Augenblick. Sie fix auf E muss ich drücken. Das ist also die Kamera, die den See fotografiert hat, wenn es eine Explosion gehört hat. Ja, ist sie. In der Tat. Das hat sie gesagt! Nein, eigentlich hat sie gesagt, einfach hübsch, das ist mal Kamera, ne? Kannst du mal gucken, kannst du ein Foto auf See machen, ne? Das laute Geräusche aus. Aber das können wir nicht auf Deutsch übersetzen, deswegen haben sie schon recht. Ich habe auch keine Ahnung, was sie da gesagt hat. Also, ist es dann so gewesen, dass die gerade am Strand aufgebaut worden ist und ausgerechnet da auf den See das gezeigt hat? Naja, schon, aber sie hat gesagt, sie wollte eigentlich ein paar Sternschnuppen fotografieren. Schießen die Sterne, hä? Nennen sie Sternschnuppen, dabei schießen die umeinander. Eigentlich sollte man die als Sperre, aber ja, mein Antrag dazu ist leider nie durchgegangen. Explosion und ja, was ist denn die Verbindung? Ja, also ganz ehrlich, wenn ich die Lotto da gesehen hätte, ich wäre schon ganz schön aufmerksam und das schon ganz schön seltsam finden. Wollen wir jetzt noch über was anderes schwätzen? Ja, das Foto. Ja, welches Foto? Das von der Gurke oder das von Brot? Das von dem Brot mit der Gurke. Ja, okay. Also, ja, das ist also der Moment mit der Gurke, die schießt. Ja, reden Sie mal, ist ja richtig, ja. Jetzt hör mal auf zu essen, du blöder saubereister Elendiger. Naja, ich krieg ja noch Klienten, ich kann mir noch was zu essen leisten im Gegensatz zu Ihnen. Naja, mein Fett hält mich 3 Monate lang am Leben, also von daher kann ich die kleine Durststrecke schon ertragen. Ja, auf jeden Fall können Sie nicht sagen, dass das etwas ist, ne? Ja, keine Ahnung, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist. Auf jeden Fall nicht sicher, überhaupt nicht sicher. Na gut, dann zeige ich Ihnen mal den Zeitungsartikel. Ja, also es tut mir jetzt leid, aber ich kann da nicht mithelfen, also Gurken sind nicht mein Fachgebiet. Dann zeige ich Ihnen mal einen Adoptiebericht. Ja, was anderes. Adoptiebericht. Warte, Moment. Ja. Seltsam. Ja, also ich glaube, den Mann habe ich schon mal gesehen. Das ist doch Professor Snape aus Harry Potter. Erinnern Sie sich? Ja, der war Zauberer, der hat Zaubertrankunterricht gegeben. Bei Ihnen hier in Ihrem Büro? Das ist Snape, Severus Snape, Robert Hammond. Herr Snape? Ja, hörst du mir nicht zu, Mädchen. Ja. Ja, und Sie sind also der Meinung, dass das der Mann ist, den der Edgeverse noch Schoßer hat, oder was? Ja, schon, ne? Reden wir mal mit ihm. Vielleicht hat er da noch was zu erzählen über Robert Hammond. Wer ist eigentlich dieser Typ? Moment. Muss er nochmal nachdenken. Also, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Da juckt mir mein Nase schon mehr. Hammond. Ja, der war auf jeden Fall Strafverteidiger in so einem Fall. Ja, dieser Fall? Ja, also der DL6-Fall. DL6? Warum hört sich das so bekannt an? Ja, vielleicht erinnern Sie sich ja. Ich bin sicher, jemand hat das schon mal im Mias-Mord erwähnt, richtig? Ja, das war auf jeden Fall der Fall, da hat die Polizei keine Ahnung mehr gehabt und da haben die dann so eine Saubreisin genommen, die war da so ein Spirit-Medium. Hey, das war ja meine Mutter, hurra! Moment, halt, stopp, nein, du meinst doch nicht, war das Medium meine Mutter? Ja. Ja, das Spirit-Medium, wie man da bei uns so sagt, das war Misty Fay, Neblig Fay, deine Mutter. Ja, die hat auf jeden Fall Kontakt mit dem Geist aufgenommen. Und das Blöde dabei war nur, der war gerade beim Duschen und dann hat die den angerufen und dann ist er auf seiner rutschigen Matratze ausgerutscht und ja, hat sich der Kopf aufgeschlagen und ist schon wieder gestorben. Wer flixt noch eins? Ja, auf jeden Fall haben sie den Fall verloren. Ja, und der DL6-Fall? Der DL6-Fall, ist vor 15 Jahren passiert. War schon ein komischer Fall. Mussten Sie jetzt diese atmosphärische Musik anmachen? Sag mal, willst du nicht mein Mixtape kaufen? Kurzberg, ich weiß, Sie brauchen dringend Geld, aber das ist nicht der Weg. Glauben Sie mir mal, das kauft keiner. Sie haben niemals diesen Verbrecher gefangen genommen, der das hier aufgenommen hat, oder? DJ Grossberg ist in der Bude und sein CD, das ist so gut. DJ Grossberg ist in der Bude, jetzt rock ich ganz Buxtehude.
Ja, auf jeden Fall haben sie nie gefangen. Die Nebling-Fee hat ihre Kräfte benutzt, um mit dem Geist zu reden, aber hat nicht so gut funktioniert. Okay. Ja, auf jeden Fall hat ihre Aussage dazu geführt, dass man einen Mann untersucht. Aber ja, Hammond hat den Fall gewonnen und ja, der Verdächtige wurde für unschuldig befasst. Das finde ich schlecht, ich mag es, wenn Leute hingerichtet werden. Ja, da kann ich da jetzt hier keinen Strick draus drehen, ich mag das nämlich auch. Die Polizei hat meiner Mutter die Schuld gegeben, dass da keiner umgebracht wurde. Wissen Sie, die Leute schreien nach Blut, die stehen nachts auf dem Marktplatz und brüllen: Verbrennt die Hexe, verbrennt die Hexe, und die meinen meine Mutter. Du hast ihr geholfen, oder, Herr Grossberg? Ja, mei, ich war derjenige, der ganz vorne in der ersten Reihe gestanden hat und am lautesten brüllt hat. Dankeschön, ich mag Mord und Totschlag auch. Na, bitte, bitte nicht erwähnen. Huh. Ist keine Ursache. DL6, hä? Ja, hab ich ja gesagt. Hab nicht gedacht, dass ich das schon mal höre. Aber warte! Was hat der Fall überhaupt mit Herrn Edgeworth zu tun? Ja, hat alles mit dem Edgeworth zu tun, meine Liebe. Ja, das Opfer im DS6-Fall war niemand anders als sein Vater, der Gregory. Was? Sein Vater? Ja, sein Vater. Tja, wenn Sie mehr wissen wollen, dann sollten Sie vielleicht selbst fragen. Den Herrn Gregory. Zeigen Sie ihm das, wenn Sie oder so mit Ihnen schwätzen wird. Warte! Das ist doch ein Foto von meiner Mutter. Ja, Sie dürfen mich nicht fragen, wo ich das her habe. Warum habe ich keins und Sie schon? Weil ich Anwalt bin und du nicht. Dann gehen wir mal zurück zu Edgeworth. Ja, apropos, Kleine, wenn du dann einen Anwalt brauchst für deine Aktion mit der Feuerwehr, ich bin immer da. Das glaube ich aber nicht. Tschüss. Wo gehen wir hin? Die Tänzen. Ja, der Grossmann kriegt keinen Job mehr, keine Sorge. Oh, Menno. Ah, was soll das, hä? Man hat mir gesagt, es gibt Mittagessen, jetzt sind Sie wieder hier. Was soll denn das, hä? Hab mich reingelegt. Ich hab gehofft, Sie hätten es das erste Mal verstanden. Edgeworth, was ist denn mit deiner Verteidigung? Du musst doch immer hier, ne? Wo es weh tut. Das geht dich gar nichts an. Ich denke, er hat noch niemanden gefunden. Zeigen wir ihm mal das Foto von Mayas Mutter. Was soll denn das jetzt, hä? Hä? Nee, echt nicht. Was? Müssen Sie noch Salz in die Wunde reiben? Wissen Sie, ich sitze im Knast und jetzt erinnern Sie mich daran, dass mein Vater tot ist? Was sind Sie eigentlich für ein Arschloch? Edgeworth? Nein. Es ist erst ein paar Stunden her, dass Sie das letzte Mal hier wären. Und jetzt haben Sie schon so viel erfahren, hä? Ich geb's zu, ich bin beeindruckt, Wright. Sie waren immer sehr zielgerichtet in Ihrer Arbeit, ja? Wenn Sie an etwas gearbeitet haben, dann haben Sie es immer durchgezogen, richtig? Wegen dem DL6-Fall. Ja, ja. DL6, hä? Ich wollte nicht, dass du es rausfindest, aber deswegen habe ich deine Verteidigung auch abgelehnt. Es tut mir leid, wenn es sich angehört hat, als wenn ich dachte, du würdest es nicht hinkriegen. Ich wollte bloß, dass du nichts mit DL6 zu tun hast. Also, denkst du immer noch, dass es besser wäre, dass ich nichts tue? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe keinen Grund mehr, dass ich es noch weiter vor dir verstecke. Na gut, frag, was auch immer du möchtest. Ich werde beantworten, so gut ich kann. Hey, das ist doch schon mal ein Fortschritt. Der DL6-Fall, hä? Da ist mein Vater gestorben. Das war er. Direkt vor meinen Augen. Er wurde erschossen und umgebracht. Das passiert, glaube ich, so, wenn man erschossen wird. Und ich habe alles gesehen! Sagen Sie mal, haben Sie Grossworks Mixtape gekauft? Ja. Fuck, der ist wie bei dieser Windra-Vollversion, ne? Die du eigentlich kaufen sollst. Nur eine Person hat die gekauft, das war Miles Edgeworth. Und er ist auch der Einzige, der dieses Mixtape gekauft hat. Meine Erinnerungen an diese Zeit sind nebelig. Genau wie der See letzte Nacht, als ich den Typen erschossen habe. Moment halt. ich denke, es ist ein Selbstschutzmechanismus. In jedem Fall, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Ein Mann. Es ist ziemlich klar, dass er der Einzige war, der meinen Vater hätte umbringen können. Das Geistermedium, was sie benutzt haben, und um zu meinem Vater zu reden, hat das Gleiche gesagt, ja. Es war ein Anwalt mit dem Namen Robert Hammond, der den Verdächtigen reingewaschen hat. Ja, mein Rücken hat er gewaschen! Und Hammond, das Opfer aus dem, Gurtsee-Mord? Richtig, ja, genau, der. Dieses Geistermedium, das war meine Mutters. Ja, was denkt ihr sich eigentlich? Mein Vater wurde umgebracht und die macht so einen Mist! Warte mal, Moment, halt, stopp, halt. Das ist seltsam.
Ich dachte, der schreckliche Fall wäre vorbei und jetzt das. Sie dachten, er wäre vorbei? Der DL6-Fall ist vor 15 Jahren passiert. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember. 28. Dezember? Ja. Die Regeln, in diesem dieser Fall verhandelt wurde, die laufen 3 Tagen aus. Danach kann er nicht mehr nachverhandelt werden. Was? Nick, was heißt das? Wenn die Regeln der Limitationen eines Falls auslaufen, dann ist der Fall rechtmäßig eigentlich nie passiert. 3 Tage von heute ist DL6 für immer vorbei. Ja, Mensch, reden wir mal über den Verdächtigen. Was ist mit dem Verdächtigen passiert? Derjenige, der unschuldig rausgegangen ist? Ich habe keine Ahnung. Er ist verschwunden. Niemand weiß, was er heute macht. Wenn er immer noch am Leben ist, dann müsste er ungefähr 50 Jahre alt sein. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hat. Wer will schon 50 sein? Es ist schwierig, ein normales Leben zu leben, wenn du 50 bist. Reden wir mal über deinen Vater, Edgeworth. War Ihr Vater ein Anwalt? Er war, ja. Gregory Edgeworth. Er war ziemlich berühmt für seine Zeit. Und dann haben sie versucht, in seinen Fußstapfen zu treten. Da möchte ich nicht drüber reden. Ich aber. Ich nicht. Zeigen wir ihm irgendwas? Ja. Ich zeig ihm das Bild auf dem See. Wer hätte gedacht, dass es ein Foto gibt? Edgeworth, haben Sie ihn erschossen? Was denken Sie denn, Wright, hä? Ich denke nicht, dass Sie jemanden mit einer Pistole erschießen würden, nee. Also haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, das habe ich nicht. Es war nicht ich. Wright. Hä? Es tut mir weh, das zu sagen, aber... Ja, ich weiß schon, was los ist. Ich glaube, ich weiß, was der Hase hier für Dinge aus seinem Bauch hat. Okay, ruhig. Darf ich fragen? Right. Kann ich mich nackig ausziehen und sie spritzen mich mit einem Feuerwehrschlauch ab? Ja, natürlich werden wir das. Also wirst du, natürlich machen wir das. Wer hätte gedacht, dass dieser Tag jemals kommen wird? Ich nicht. Ich schon. Das ist meine Chance, endlich Revanche zu nehmen. Ich zahl's dir heim, Edgeworth. Zahlst du ihm heim? Was ist los mit dir, du Kackspack? Erst mir heimzahlen? Für was? Ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwas für dich getan hätte. Ganz egal. Ich denke, du musst es auch nicht wissen. Hä? Hier ist meine Anfrage. Bitte geben Sie sie dem Inspektor Gummibaum. Ja, ich denke, dann sollten wir mal. Hä? Was ist das? Erdbeben! Erdbeben! Gruß! Oh nein, die einzige schwebende Stein-Pokémon! Das beruhigt sich. Hä? Hey, Moment! Wo ist Edgeworth? Da ist Edgeworth! Da ist er ja! Er ist auf dem Boden und hat sich zusammengekugelt und zittert. Was für ein Lappen! Ja, der hat eine steinharte Anklage, deswegen ist er auch ein Stein-Pokémon. Ich glaube, dass Edgeworth Elektro-Pokémon-Trainer ist, der mag keine Bodenattacken. Ja, steht auch immer unter Strom, deswegen stehen seine Haare so ab. Tja, ich glaube, wir haben es hier dann hinter uns. Ich habe gehört, dass Leute vor Erdbeben wegrennen, aber sich einkugeln? Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir haben es hinter uns. Und ja gut, sieht wohl nicht so aus, als würde Edgy da unten irgendwann mal wieder rauskommen. Ja, dann lassen wir den da mal liegen. Gehen. Viel Spaß, tschüss Edgeworth! Dann gehen wir mal. Ja, gehen wir mal zurück zum Anwaltsmann, Herrn Gamschuh. Zum Anwaltsmann? Ja, hallo Herr Anwaltsmann! Hier schon wieder los! Ach, verflixt! Was ist falsch, Inspektor? Die komische Tusse ist da gerade vor einer Weile reingekommen und hat uns hier mit komischem Alabama-Zeug zugequatscht. Gerade tun mir die Ohren weh. Ja, ja, wollte auf jeden Fall mit uns schwätzen und keine Ahnung, irgendwas mit Mr. Wright und keine Ahnung, wir bluten jetzt noch die Ohren. Lotterhart, meine Güte. Was heißt das hier alles? Ja. 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 Warum finden Sie noch mehr Zeugen? Was soll denn die Scheiße? Wollen Sie, dass Edgy einfach hier ein Todestrakt kommt oder was? Nein, gar nicht. Ich will nur, dass er lebenslänglich kriegt. Wir kriegen das gut ausgemittelt, keine Sorge. Ich meine, der hat etwas gesehen. Es gibt nichts, was ich dazu tun kann. Ich werde doch keine Beweise verschleiern. Ich schon.
Willst du mir einfach vorschreiben, wie ich meinen Job zu tun hab? Ja. Okay. Reden wir mal mit ihm über Lottes Aussage. Also, was hat Frau Hart denn so gesagt? Zu viel, zu viel. Ja, sie hat gesagt, dass sie Edgy gesehen hat, wie er seine Pistole abgefeuert hat. Oh Mensch. Was? Was? Sie hat sogar ein Foto davon. Hat sie gar nicht. Richtig, ich habe das Foto auch gesehen. Ich nicht. Aber du kannst wirklich nicht sagen, wer es war, ganz ehrlich. Ja, sie hat gesagt, dass sie auf jeden Fall hergehen wird und das Foto vergrößern wird. Oh nein. Sie hat irgendwas gesagt wie Alabama und Süddeutschland, Ostdeutschland und dann wieder nach Texas. Kannst du dir vorstellen, wie das ist bei diesen hier komischen Inspektor-Polizeiserien, wo die dann sagen, ja, wir haben hier diese Kameraaufnahme von hinten, deswegen können wir das Gesicht nicht aufpassen. Die sehen aber, Gott sei Dank können wir die um 360 Grad drehen und können dann sein Gesicht doch von vorne sehen, obwohl er von hinten gefilmt wurde. Wir können das nicht sehen, da die Kamera den Täter von hinten zeigt, aber wir können hier das Foto um 330.000 Mal vergrößern, auf diese Schraube an der Felge zoomen und da sehen wir dann ein verpixeltes Bild vom Gesicht des Angreifers. Aber mit unserer neuesten Technologie können wir diese Pixel auflösen, können genau sehen, wie das Gesicht des Angreifers vor 13 Jahren ausgesehen hat. Ja, und dann war das Edgeworths Vater. Warte, das kann sie tun? Nein, das kann sie nicht tun. Okay, es gibt also ein vergrößertes Foto, das Edgeworth dann zeigen wird. Großartig, super, klasse. Na, auf jeden Fall wird sie das morgen auf jeden Fall auch im Gericht erzählen. Oh nein. Was ist denn mit dem anderen Zeugen passiert? Den habe ich in den See geschubst. Oh nein, dann ist er ja nass, dann wird er bis morgen ja nicht mehr trocken. Ja. Was ist Cancel? Was? Ja, wahrscheinlich kommt der nicht, keine Ahnung. Verspätung, der wird bis morgen nicht trocken. Absage ist das. Eine Absage? Ja, dann hat er eben abgesagt. Wird bis morgen nicht trocken. Und was ist mit morgen jetzt los? Ja, das sieht wohl so aus, als würde es morgen um Leben oder Tod für einen guten Edgy gehen. Oh Mann, der Arme. Tut mir echt leid. Ja, wir haben auf jeden Fall hier eine Zeuge, die den genauen Moment gesehen hat, als es passiert ist. Ja. Und wir haben sogar ein Foto davon, als es passiert ist. Und die macht es größer, hat sie gesagt. Oh Mensch, das hört sich an, als wenn man das nicht gewinnen kann. Gott sei Dank weiß ich, wie ich den Richter rumkriege. Aber Moment, warte, was hat Mia immer gesagt? Mia hat immer gesagt, hallo Phoenix, also wenn du den Fall nicht gewinnen kannst, dann musst du einfach nur bescheißen. Das klingt jetzt eher nach Lotte, als hätte ich sich in deinen Kopf geschlichen. Und wenn der Richter mal wieder einschläft, dann sagst du einfach, nicht schuldig. Ja, wir machen das ganz einfach. Wir sagen einfach dem guten Edgeworth, wenn der dann aufgerufen wird, Zeuge, nennen Sie Ihren Namen und Ihre Berufung, dann sagt er einfach, hallo, ich bin nicht schuldig, Staatsanwalt. Und dann sagt der Richter, hallo, nicht schuldig. Und dann ist der Fall vorbei. Ja, wir werden einfach einen anderen Anwalt einschalten, der bringt die Chewbacca-Verteidigung. Oh nein, reden wir mal über Edgeworth. Ja, auf jeden Fall sieht wohl so aus, als würde Edgy hier fragen, um einen vom Staat gestellten Verteidiger zu bekommen. Boah. Ja, Papa wurde gerade danach gefragt, hier das ganze Papierzeug auszufüllen. Aber hast immer noch Zeit, Kumpel. Red nochmal mit ihm, bitte. Ja, okay. Du musst ihn überzeugen. Okay. Du musst ihn einfach überzeugen und du musst ihn verteidigen, bitte. Ja, okay. Ich weiß, du bist der Einzige, der das tun kann, Kumpel. Ich hab ihn doch schon überzeugt. Hallo, ich hab ihn doch schon überzeugt! Hier! Die Anfrage. Schauen Sie mal, was ich hier habe. Moment. Ja, was hast denn du hier? Gar nicht. Ich hab deine Nase. Meine Nase. Wieso kann ich das jetzt nicht anklicken? Herrgott, noch eins. Das muss ich denn machen. Du musst ihm die Anfrage zeigen. Präsenten, jetzt. Guck mal, deine Nase. Guck mal, deine Nase. Oh, meine Nase, die habe ich schon den ganzen Tag gesucht. Hast es geschafft. Ja. Ich bin froh, dass ich bis zum letzten Moment gewartet habe, bevor ich das Papierzeug ausgefüllt habe. Tja, ich zerreiße den ganzen Scheiß und fange ein neues Formular an. Danke, Detective, dass Sie so eine scheiß Arbeitsmoral haben. Bitte, bitte. Wir sehen uns dann morgen, ne? Ja, viel Glück, Kumpel. Tschüss. Hey, Jimmy, du kitzelst. Hey, hörst du mal auf da oben? Habt ihr übrigens auch das Erdbeben vor ein paar Stunden mitbekommen? Nein. Hatte ganz schön Angst. Oh Mann.
Sie hatten Angst? Sie hatten Sorgen? Uns geht's gut. Ich habe mein ganzes Leben hier gelebt. Ich habe mich daran gewöhnt. Warum haben wir so einen Stein auf den Kopf gefallen? Oh nein. Ich war nicht so in Sorge um euch zwei. Was soll denn das jetzt heißen, hä? Soll ich mich wieder ausziehen? Nee, wollen sie nämlich nicht. Wasserschlauch, jetzt. Ja, ich war auf jeden Fall um Edgeworth besorgt. Oh, stimmt. Ich meine, er sah aus, als wenn ihm das nicht so gut gefallen hätte. Ja. Ach, scheiße, ich bin... Scheiße. Ja, ich bin auf jeden Fall nicht überrascht. War ein ziemlich großes Erdbeben. Ja, werden wir nach ihm sehen. Okay. Ja, wir sehen uns dann morgen. Tschüss. Ja, ich geh noch mal was essen. Ja. Ich frag mich, was mit Mr. Edgeworth und den Erdbeben los ist. Ich frag mich auch. Er hatte als Kind niemals solche Angst. Das finden wir dann aber auch erst später raus, denke ich. Denn, er kennt... Was, da kommt noch was. Ja, Phoenix kennt ihn seit der 4. Klasse und er ist danach in eine andere Schule gegangen. In die Schule für super tolle, reiche Schnösel. Und er hat sich gefragt, was ist da mit Edgeworth passiert. To be continued. Ja, gut, aber das finden wir dann erst beim nächsten Mal raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und für alle auf YouTube. Bis zum nächsten Mal bei Phoenix Wright, Ace Attorney. Wir speichern eben schnell. Und im Stream machen wir noch kurz 2-3 Minuten Pause, trinken mal einen Schluck, gehen mal alle Pipi und dann machen wir gleich weiter im ersten Gerichtstag. Dann lernen wir nämlich einen anderen tollen neuen Charakter kennen.